neues Spiel erstellen. Prost. Eine starke Verteidigung gegenzusetzen. Mhm. Kreisen des Marco Polo. Wait, war Marco Polo im asiatischen Bereich? Das wüsste ich aber, oder? I'm Ritter. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. Wer hat, klingt das im Asiatischen? Hat er die Ukraine reingeknallt, würde ich sagen. Mit Spain. The country where the sun never sets. For control of the entire world. Ich meine, die sind jetzt in Europa, ich dachte, das ist... Forces weakening with every battle. The queen and her inner circle turn to divination and alchemy. Hiring pirates like us to find them Ritter for them. That power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Bringen alle um, die damit zu tun hatten, oder was? Okay. Krass, ich hab Marco Polo irgendwie nach Spanien sortiert und dass der mehr Afrika befahren hat, aber habe ich falsch. Okay, stimmt, wir sind am Anfang an Tower of London. Spanien und Großbritannien bekriegen sich und es gibt einen Wunderstein, der Amrita heißt. Oder Amrita. Und wir sind wohl ein Pirat, der das wohl für die britische Flotte gesucht hat, und um die mit dem Krieg mit Spanien zu unterstützen, und jetzt sind wir irgendwie eingekerkert. Dass der Tower und London selbst zusammenstürzen würden, wenn die vielen dort lebenden Krähen ihn verließen. Naja. Spanier war doch Christopher Columbus. Okay, ich hab die irgendwie alle in die Richtung sortiert, aber ja, Moment, du hast Venezianer geschrieben, das heißt. Eigentlich war er Italiener, zumindest heute, zum heutigen Stand. Ach ja, das Spiel ist unfassbar dunkel. Ich werde mir noch ein bisschen das Gegenlicht ausmachen müssen, sonst sehe ich wieder nichts. Also, das hat einen. Sind wir mal ehrlich, das hat den Namen Souls-like, was die Helligkeit angeht, auf jeden Fall verdient. Zumindest am Anfang. Portugiese. Ja gut, Portugiese und Spanier würde ich jetzt nicht krass auseinanderhalten. Ach stimmt, wir haben so einen komischen Geist, der zu uns kommt. Da sind wir wieder mehr Panischen. It seems death won't stop chasing me. Okay, ich verstehe mir noch nicht ganz, was dieser Geist ist. Das klärt sich hoffentlich noch. Ja, jetzt sehe ich mehr davon. So, dafür machen wir hier ein bisschen Licht an. Das blendet nämlich nicht so. So, jetzt haben wir auch den Track wieder an, weil ich mich irgendwie bewegen sollte. So. Das habe ich jetzt gestern schon gespielt. Gibt es so eine starke Antwort? Ah. Das habe ich gestern noch nicht verpasst. Versuchen muss ich ihn gedrückt halten. Dann kriege ich hier Kram. Okay, Erinnerung wird zu Amrita. Ich brauche erstmal unseren Loot. Der war hier hinten. Oh, oh. Hallo. Oh, das ist ja doppelt doof. So. Und blocken können wir jetzt hier. Oh, ja, falsche Taste. Genau, und dann kriegen wir halt Loot. Unter anderem
Also es gibt garantierten Loot, das habe ich schon gesehen, mit dem Schlüssel. Es gibt aber auch Loot, der nicht so garantiert ist, wobei das hier sogar parieren plus 10, parieren plus 5. Hier sind immer Stats drauf irgendwie. Parieren ist irgendwie im Grund bei dem, den wir ursprünglich hatten, höher gewesen. So, Schadenreduktion, Durchbrechschutz, wir ziehen noch ein paar Schuhe an. Ja, seht ihr eigentlich genug? Weil ich finde es unfassbar dunkel. Kann ich irgendwie die Helligkeit? Ne, die Helligkeit ist nicht hier drin, ne? Bildschirmhelligkeit. Bitte pass die Helligkeit so an, dass die beiden Bilder in einer ähnlichen Intensität erscheinen. Da würde ich sagen, muss ich tatsächlich heller machen, ausnahmsweise mal. Damit die einer ähnlichen. Das ist aber auch. Das ist ja voll subjektiv. Das ist. Das sind auch echt wenig, also wenig Unterscheidungen. Also, das da ändert sich gar nicht viel links. Wenn ich hier einen Drittel Balken hoch oder runter mache. Ich würde sagen so. Auf meinem Bildschirm. Ja, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Doch so Bullshit, immer so, dass du das Bild gerade noch erkennst. Selbst ganz dunkel sieht man den Shit meistens noch. Okay, das hatte ich nicht. Also zumindest bei den Dark Souls Sachen hatte ich das Problem nicht. So, hier ist noch Loot drin. Den nehmen wir noch mit. Verteidigung LB. Ich weiß nicht, was die Trigger sind. Also das ist ja LB. Das ist, ich weiß nicht, was der rechte, RB zum Beispiel, weiß ich gar nicht, was das ist und so. Naja. Police-Schlüssel benutzt. Aber jetzt sehe ich zumindest ein bisschen was. Loot! So, da haben wir Medizin. Die müssen wir noch binden. Huch. Das habe ich gestern schon gesehen. Hier so, zack, Medizin gebunden. Was? Wieso ging das nicht? Doch, hat er. Achso, ich habe zwei Menüs. Okay. So, Tower of London Mantel, da haben wir dann unsere erste, ich glaube jetzt haben wir die erste vollständige Rüstung, kein Dorf, jetzt müssen wir ein bisschen angezogen. Ja, die Hose haben wir immer noch nicht gemacht, okay. Und ich habe schon gestern gesehen, dass ich dann so meine Sachen, meine Equipment, das ich jetzt schon habe, eigentlich nochmal gedroppt gekriegt habe. Ich will immer noch die Schultertasten drücken. Steine, Medizin. Kann ich ja mit einem Stein machen. Kann ich Leute abwerfen. Geil. Easy. Noch ein Stein. Moment. LB. LB. Hä? LB ist Verteidigung und. Ein Dash. Wenn man nicht anvisiert. Wenn man anvisiert, ist das, glaube ich, eine Ausweichrolle des Art. Das ist auch noch so ein weirder Unterschied für mich. Ich glaube, jetzt sind wir schon an der Stelle, wo wir. Also, ja, fast. Wo wir vorhin waren. Oh, aua! Der hat ordentlich gesessen. Autschi. Die droppen ja gar nichts, die Schweine. Hatte ich jetzt mal deutlich mehr Glück. So, und hier mal angeblich. Achso, wir haben eine Hose. Dann haben wir auch eine Hose. Die. Warum das der Tower of London Beinschutz ist, das sieht für mich nicht aus wie der Tower of London, aber ist ja egal. Darum geht's ja nicht. Oder habe ich irgendwas verpasst? Fragen die in London oder damals allerdings in London wirklich so asiatisch angehauchte Trachten. Hier geht's weiter hoch. Ne, hier wollte ich hin, genau. Fürs Baden.
für den Reset. So, jetzt habe ich die Option, noch weiter hochzugehen oder hier den Gang weiter. Ich würde erstmal noch weiter hochgehen. Natürlich immer gut, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Hallo? Da ist noch eine Lootkiste. Medizin. Ja, Medizin nehme ich. There's only a limited amount of Amrita we can extract from this country, Kelly. Indeed, the pirates have served their purpose. The death of the leader of Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more Amrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass. Die reden wohl von uns. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. Die reden von mir, die Schweine. Wie die mich platt machen wollen. Vor auf London Hut. Du Scheiße, wie sieht der denn aus? Genau. Oh Mann. Advantage to keep the wars alive. Hey, who are you? Ausdauer. Oh, die hören mich, wenn ich hier kämpfe. Die haben gesagt, damn, such noise. Da geht's wieder runter, okay. Loot. Handschuhe. Schadensbonus. Weniger Rüstung. C minus. Angriff von hinten. Schadensbonus. Schadensreduktion 7%. Ich sehe ganz schön beschissen aus. Also Fashion Neo war das nicht. Wait. Jetzt hier zu. Weil ich laut war. Gott, kann ich doch hier noch aufmachen, oder? Das ist ja fies. Kann ich sowas kaputt machen? Ja. Gibt es ja auch Geheimwege, die ich irgendwie hauen muss. Dass hier die Angriffe wieder auf X und Y sind und nicht mit Schultertasten laden, muss ich mich gewöhnen, ey. Okay, hier geht's ganz nach unten durch. Aber ich bin doch jetzt woanders. Oh, Blut. Wache Tower of London, Mann. Verteidigungsstärkung 14. Aha, die ist wohl besser. Auch wenn es optisch genau gleich aussieht. Das meine ich mit dem Random Loot. Okay. Habe ich zufällig genau den Weg genommen, wenn er rauskommt? Sieht ein bisschen danach aus. Ja, da ist nämlich noch jemand. Das hätte ja gut funktioniert mit dem Steinwerfen. Nice. Okay, kommen beide. Aua! Gibt's einen Backstab? Oh. Nee, das war ein Mantel und Medizin. Okay. Hier wird gegongt. Mal Stiefel. Stiefel habe ich jetzt wohl bessere. Wir haben auch eine stärkere. Sprint erhöhte Ausdauer kritisch. Die Stats sind ja unfassbar viele. Und oh, hier gibt es eine große Kiste. Große Kiste? Bastardschwert, Tauschlandenhandschuhe.
Muss ich ja wieder alles angucken. Also nicht, wenn ich in zwei Slots Bastardschwerter ausrüste. Und ich kann hier in zwei Nahkampfwaffen ausrüsten. Wie wechsle ich die denn überhaupt? Wait, man kann damit... Man kann die XP hochleveln? Man kann die XP hochleveln von dem Ding? Ich wüsste nicht mehr, wie ich das Schwert tausche. Keine Ahnung. Dann gehen wir also mal hochgucken. Hier waren wir auf der mittleren Ebene. Hallo. Gibt's irgendwie einen richtigen Parry? Nein, das ist nur ein Block. Fisch ist nur ein Block. Das ist kein richtig geiler Parry. Okay, gibt es wohl eine Abkürzung, die ich hier öffnen kann? Die wahrscheinlich von der anderen Seite gar nicht aufgeht. Ah ja. Da sind wir bei dem. Können wir noch mal eine Runde beten. Der ist ja richtig produktiv, der gute Mann. Jetzt kann ich aber drauf spammen. Gut, das ändert sich aber noch. Ah, große Kiste. Nahkampfwaffe wechseln. R, B und links, rechts. LOL. Okay. Fernkampfwaffe R, B und oben, unten. Okay. Weil ich jetzt eine Streitaxt bekommen habe. Die hat deutlich mehr Attack. B und so. Auch deutlich langsamer wahrscheinlich. Das sieht zumindest stark danach aus. Also ich verstehe, warum sie den Leuten zuerst ein Ding ins Bund geben. Ein schnelles Schwert. Weil sich das direkter anfühlt. So, jetzt waren wir aber oben noch gar nicht so richtig, oder? Doch oben, nee, oben hat man, ne? Müssen wir halt doch runter. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich bei Streamlabs irgendwas einstellen kann. Der Death Counter und so. Hallo. Warum werden wir denn nicht nass? Okay, man kriegt extra Damage, wenn man von hinten angreift, aber es gibt keinen cool Animation-Kill-Bums. Wie es ausschaut. Oh. Würde ich mal sagen. Zumindest habe ich davon dann nichts gesehen. Noch eine Streitaxt. Die wohl gleich gut ist, aber die meisten sind trotzdem andere Stats hat. Ich muss mich gleich einmal verabschieden für 10 Minuten, weil... Oh. Stehe ich hier safe? Fürchte, ich muss nochmal kurz verkleinern. Und ich spiele im Stehen der Weile. So, hallo! Ich hatte irgendwie noch auf den Punkt, wo man leveln darf. Oh. Ich nehme lieber den Weg. Ich habe das Gefühl, ich krieg hart auf den Sack. Ich kann daraus nicht comboen. Direkt.
noch irgendwas am Rumliegen. Okay, sie verstecken also auch Sachen dahinter. Die Schweinchen. Aha. Von der Spitze des Turms könnte ich wohl fliehen. Von der Spitze von welchem Turm denn? Weil hier unten ist es wohl nicht der Fluchtweg, der Fluchtangle. Nee, okay. Hier ist zu. So, hier sind wir gerade rausgekommen. Da sind auch noch Fatty Boys. Modestark, dass ich hier auch nicht fliehen kann. Hier ist alles zu. Wo sind wir hier? Ah. Das ist ja nett. Die können wir hier wohl resetten. Geht's nach unten? Das sieht doch nach Bait aus. Der sieht doch hart nach Bait aus mit dem ganzen Loot da. Using monsters like that to fight wars. Guess they got no more use for us. Die Briten setzen irgendwelche Monster ein. Wahrscheinlich durch den. Wahrscheinlich treffe ich jetzt eins dieser Monster hier, würde ich vermuten. Bin ein bisschen angespannt. Sieht irgendwie aus wie Hinrichtungsspiel. Oh Gott! You wanted to kill me from the start! Eigentlich spannend, was man hier so erzählt kriegt. Striking when the opponent is down and helpless. That's what they're trying to do to all of us. Okay, Y ist der Todesstoß, wenn der Gegner am Boden liegt. Okay. Kein Bait? Doch kein Bait. Bin ein bisschen irritiert, warum das kein Bait ist. Das hat sich so baity angefühlt. Wir sind von außen reingekommen. Jetzt kommen wir hier in den Turm hoch. Oh no. We're gonna have to do it. Ja, wir müssen irgendwann mal üben. Hallo. Oh shit. Meine Ausdauer ist down. Okay. Da haben wir. Das war weniger schlimm, als ich dachte. Wir haben eine neue Ausrüstung bekommen. Wir haben hier einen Brustpanzer bekommen, der deutlich mehr Defense hat, aber auch der Ausrüstungsgewicht wieder ein Thema. Bin ich jetzt, wenn ich auf 45% gehe, schon habe ich dann schon Probleme? Ich kriege ein bisschen Durchbruchschutz drauf. Schadensbonus, weniger Rüstung. Na gut, das habe ich jetzt eh irgendwie nicht mehr. Bastardschwert. Angriffsverstärkung geht hoch, parieren geht hoch. Ich habe nicht einmal rausgefunden, wie ich pariere so richtig. Parieren kritisch plus 12%. Brechen geht dafür runter. Ist Parieren im richtigen Moment blocken? Sono, kannst du mir da ein bisschen Info geben? Spektrum. Oh, hallo. Chill mal ein bisschen. Das ist der Speer, ne? Probieren wir den mal aus. Hallo. Okay. Hat halt gute Reichweite. Hey, wie meinst du, parieren ist parieren und blocken ist blocken. Aber ich habe noch kein Parieren. Ich meine, mein Schwert hatte Parieren als Wert.
Aber ich weiß nicht, wie ich pariere. Also, ich hab keine Ahnung. Angriffe. Schwacher Angriff, starker Angriff. Ansturm. Zielerfassung, Ziele umschalten. Verteidigung. Waffe wechseln. Statusmenü. Ein Gegenstand benutzen. Todesstoß. Hatte ich noch nicht. Unterhaltung fürs Volk, der schwarze Turm. Aber ich meine, ich habe hier einen Parierenwert ganz unten und ich verstehe nicht, wie ich parieren würde. Das meine ich. Ich habe das Gefühl, dieses Spektrum ist hier eine dumme Idee. Das ist ein Skill. Okay. Okay, okay. Hier geht's nicht nach unten und mir wurde ja gesagt, ich soll ganz nach oben. Damit immer ganz nach oben zu gehen. Oh oh. Tutorial Boss Fight? Da, Tutorial Boss Fight. Damit kämpfen. Okay, das war nicht so schwierig. Erstmal. Aber kommt jetzt der richtige Bossfight noch? Weil der sieht weird aus. The man with the guardian spirit. Das sieht nach richtiger Bossfight aus. If I die, the secret of the stones dies with me. What? Also bin nur der Einzige. Show you what these stones can do. Ja gut, ja. Richtig. Oh shit. Hey, der war gerade tot. It's time for your execution. Oh, oh. Daher kommen die dämonenähnlichen Viecher. Uah. Ich hab gedacht, das war gerade irgendwie zu einfach. Erik, der Henker. Oh shit, ja, gut reingedodged. Ich darf nicht in ihn dodgen. Oh no, und ich darf auch nur einmal zuhauen. Wobei, nachdem darf ich zweimal. Oh no, darf ich nicht. Komm, noch eine Medizin hier. Nope, ist verkackt. Hä, was? Ne, hier beides. Y und B. Der Hut ist ein bisschen beschissen, da gebe ich dir ja recht, aber der gibt Stats. Was soll ich denn machen? Well done. Quite a feat. Der ist bestimmt der Gegenspieler, den wir immer wieder treffen. Den werden wir jetzt nicht töten. Moment, was haben wir denn eigentlich für eine fancy Geisterwaffe? Das sieht nicht mehr aus wie das Schwert, was wir gerade hatten. No, unser Schutzgeist! No! No! Oh. Ich mag das nicht, wenn Geister, die nur helfen wollen, gefangen genommen werden. Genau, wir. Ja, das wird bestimmt gut funktionieren. Also mal abgesehen von dem Angeschossen, das wäre schon beschissen. Wenn wir haben irgendeinen. Hä? Okay, wir haben eine Feder von ihr. Wird bestimmt gut funktionieren, mit einer schweren Eisenplatte ins Wasser zu springen. Sind wir jetzt bei Donnie Darko oder was? Okay,
Okay, da ist die Lore-Begründung, warum wir, wenn wir sterben, wieder erweckt werden. Okay, habe ich verstanden. Wer ist denn William? Bin ich William? Ist das jetzt ein Sprung zurück oder ein Sprung nach vorne? Ein Sprung nach vorne. Wir haben die Feder am Amulett hängen. The journey was not an enjoyable. Okay, wir versegeln jetzt von. During 2 years voyage, the Hellhoff was lost. The Trow sank. While the Hope vanished without a trace. Moment, das ist wieder Amerika, wo wir hinfahren, oder? Bin ich doof. Wenn das Großbritannien mal, wo wir gestartet sind. Ja, wir sind von Großbritannien südlich von Südamerika vorbei? What? Okay, und wir haben selber so einen Stein mit der Feder dran, um unseren Schutzgeist zu finden und zu verfolgen. Wir durften immer nicht leveln. Ich glaube, hätten sie den Hauptcharakter ein bisschen westeuropäischer gestaltet von den Gesichtszügen her, würde das für mich alles ein bisschen mehr zusammenpassen. Von der Story. Weil, tut mir leid, der sah von Anfang an aus wie ein asiatischer Mensch. Und war aber wohl ein britischer Räuber und fährt jetzt auch von Britannien, so wie ich das verstehe, zum ersten Mal in den fernen Osten. Oder einen der wenigen Male zumindest. Bevor ich mit meinen Vorbereitungen für die Landung beginne, blättere ich noch einmal durch das sonderbare Buch, auf das ich gestoßen bin. Daran festgehalten sind die Lebenserinnerungen eines Seemanns, der einst das Land Zipangu besuchte. Genau, das klingt nicht so, als wüsste er Bescheid, was in Asien abgeht. Nee, ich finde auch Augen und Bartstil und sowas irgendwie asiatisch. Aber vielleicht bin ich da von der Popkultur zu sehr geprägt. Okay, doch wie das Dokument an Bord des Schiffes gelangt sein soll, wenn sein Autor doch eindeutig der Besatzung eines anderen Schiffes angehörte, kann ich mir nicht erklären. Aber hier sitze ich nun und studiere gleichwohl die Seiten. Und das nicht zum ersten Mal auf dieser Fahrt, möchte ich anmerken. Was mich vor allen Dingen faszinierte, waren die Beschreibung der vielfältigen Rüstungen und Waffen Zipangus. Aha. Wir dürfen unsere Stadtwaffe auswählen? I guess. Was uns auch einen Attributsbonus gibt. Okay. Ich meine auch, aus meiner Sicht war auch die Rüstung der Tower of London. Echt nicht eine Rüstung von Tower of London, sondern das sah für mich anders aus. Den Speer fand ich nicht so spannend. Die Kriegsaxt fand ich ganz nett. Das ist auf jeden Fall die exotischste Waffe von allen, das Kusagirama. Moment, in Stärke. Wait. Ist Katana nicht die obere Kategorie? Herz, ein Einhandschwert. Vor allem eine Hiebwaffe mit einem großen Angriffsbereich, eignet sich für Stößen und hat eine hohe Reichweite. Diese ist eine ausgewogene, einfach benutzende Waffe. Eins pro Hand, jede einzelne Klinge ist eher schwach, beide zusammen mögen blitzschen Angriffsfolgen. Die Schwerter sind eine beskleidende Wahl, wenn man von mehreren Angriffen umringt ist. Fähigkeit 1 ist also Herz, Fähigkeit, Körper, Ausdauer, Geschicklichkeit, Stärke. Die einzigen zwei üblichen Stats, die ich kenne, sind Geschicklichkeit und Stärke. Sie wird eine Kette mit dem Gewicht am Ende, um diese gewöhnliche Waffe zu werden. Ich will aber keine Geschicklichkeitswaffe, glaube ich, gehen. Ich habe festgestellt, ich bin jemand für Big Boom. Also ist das so ein bisschen raus, weil. Und eigentlich auch das Doppelkatana ist auch so ein bisschen raus. Eine Waffe, die aus einer langen Stamm und Klinge an der Spitze besteht, durch ihre überragende Reichweite ermöglicht sie weitreichende Schwünge in geschlossenen Räumen. Ist die Waffe jedoch kaum geeignet, weil sie ständig gegen die Wand stößt. Und man könnte ja auch Peaks machen in geschlossenen Räumen. Genau, ich bin der Bonker. Nach mit kräftigen, schweren Klinge am Ende, durch ihr Gewicht lässt sich die Waffe nur langsam schwingen, entwickelt aber die Wucht. Für Gegner sind diese Angriffe nur schwer abzuwehren. Average Bonk Enjoyer. Aber es gibt eine Variante von Katanas, auf Stärke geht anscheinend.
Mit einer verlängerten Klinge, es lässt sich bei Angriff etwas langsam schwingen, was aber durch die große Reichweite und die enorme Wucht der Waffe ausgeglichen wird. Außerdem erlaubt sie dem Kämpfer während des Kampfes die Haltung zu wechseln und so eine Technik beinahe nach Belieben. Was? Und so seine Techniken beinahe Belieben zu kombinieren. Und dann gibt es Tonfa, das ist Fähigkeit. Jeweils in einer Hand gehalten werden, wenn den Griff versehen sind, irgendwie ist schon eine Technik und denken sich, woran das KI des Gegners zu reduzieren. Sie machen es nicht nur leicht zu regeln, sondern können auch gut auf sich eingesetzt werden aufgrund ihrer Grenzenreichweite. Muss der Kämpfer aber nahe gegen schnell. Eigentlich Zweihandwaffen sind, waren, nicht wie in den ganzen Animes mit Dual-Wielding und Stuff. Ja, das Doppelkatana ist halt deutlich kürzer, das ist quasi wie unsere europäischen Kurzschwerter. Bei uns gab es ja auch das normale, oder das normale Langschwert, was ja auch meiner Meinung nach zumindest ein anderthalb Händer war. Also du hast es eher mit zwei Händen geführt, was schwer ist. Und dann gab es halt die Kurzschwerter, die du einhändig deutlich besser führen konntest. Und ich glaube, so ähnlich wird es halt bei den Katanas genauso sein. Die haben halt reduzierte Klingenlänge und dann kannst du einhändig deutlich besser führen. Tonfa klingt sehr nach irgendwie, wir sind am Casten und Dinge tun, weil Fähigkeit und sowas. Also wir sind eher auf Skills am Einsetzen und Tonfa klingt lustig von der Beschreibung, was man macht, aber ich glaube, das ist relativ schwer, könnte aber halt zu jemandem, der ein paar Souls-Hälle gespielt hat, da würde ich mir das drunter zählen, schon ganz gut passen. Ansonsten bin ich bei Axt oder Obachi. Und ich glaube einfach nur, weil Obachi wieder mehr oder weniger ein Katana ist, würde ich wahrscheinlich die Axt lieber nehmen. Na komm, wir nehmen die Axt. Ausdauer plus 1 ist immer gut. Der Seemann, von dem das Tagebuch stammt, scheint einige Zeit in Zimpango verbracht haben und es ihm gelungen, Umgang mit Samurai zu pflegen. Er beschreibt aus für Einrichtungen in Zimpango, die man Dojo nennt, wo sich die Menschen einschließlich der Samurai versammeln, um in Kampfkünsten unterrichtet zu werden. Allein durch das Lesen der lebhaften Schilderung des Seemanns kommt es mir vor, als wäre ich persönlich dort und würde diesen Kriegern bei ihrer Ausbildung zusehen. Der Samurai ist ein Meister jeglicher Ausrüstung und geschult im Kampf unter allen denkbaren Umständen. Sollte ich eine weitere Waffe wählen, welche würde ich mich entscheiden? Ja. Na, da hat man jetzt das Thema, das ist das Tonfa wahrscheinlich. Dann machen wir Axt plus Tonfa. Let's go. Die Memoiren berichten außerdem von den ausgewählten Fähigkeiten der Samurai in der Kampfkunst. Als erstes kennen sie die richtigen Kampfhaltung für jede Situation, hoch, mittel oder tief. Weiterhin bereiteten sie sich nach jedem Angriff auf ihren nächsten Schlag vor, indem sie ihr Ki, ihre innere Energie fokussieren. Drittens können die Samurai, sobald ihr Ki bereit ist, Reinigungstechnik einsetzen, um sich von schadhaften Einflüssen zu befreien. Ich kann es mir nicht erklären, aber mir scheint diese Fähigkeit innen zu wohnen, all diese Konzepte zu erfassen und ich habe viele Male mit dieser Technik experimentiert. Im Tagebuch zufolge ist Zipangu die Heimat von 8 Millionen Göttern und göttgleichen Wesen. Wie genau diese Zahl zustande kommt, kann ich nur vermuten, aber so wie ich meinen Blick auf das Ufer werfe, bekommt mich das Gefühl, eine geheimnisvolle Macht hätte über mich gewacht. Es ist eine Energie, die mich an Saors erinnert. Ich hole einmal mehr das Tagebuch hervor und studiere jede Seite, bis ich den Schutzgeist finde, der am besten zu der von mir gefühlten Macht passt. Mein Schutzgeist ist weg. Ein Wolf, Schutzgeist-Elements Feuer, stärkt die Angriffskraft derjenigen, die unter seinem Schutz stehen. Ein Hai, Schutzgeist des Element Wassers, diejenigen, die unter seinem Schutz stehen, können Feinde besser wahrnehmen. Ein Falke, Schutzgeist-Element Winds, stärkt die Ausweichfähigkeit derjenigen, die unter seinem Schutz stehen. Können Feinde besser wahrnehmen. Bessere Angriffskraft. Ja, das wäre eigentlich für Bonk Enjoying, ne? Komm, we go Bonk. Außerdem ist ein Dog. Hund ist awesome. Tagebuch schließen. Okay, wir haben quasi unsere Klassenauswahl gemacht. Wenn du zum ersten Mal spielst, dann würden wir am besten eine Tutorial-Mission auswählen. Möchtest du die Tutorial-Mission starten? Ja, von mir aus. Dieses Dojo ist ein Trainingsgelände für Samurai und erfüllt von Blut, Schweiß und in Tränen unzähliger Krieger, die hier ihre Technik verfeindet haben. Innerhalb seines Mauern werden seit Generationen die alten Traditionen und Geheimnisse der Samurai weitergegeben.
Das ist wahrscheinlich so ein, hier probier mal aus, damit du weißt, wo, was, was dich jetzt einlässt. Holzschwert. Besen? Machen wir nochmal. Schwacher Angriff ist schnell, verbraucht nicht viel Ki, verursacht jedoch nur geringen Schaden. Der starke Angriff ist mächtig, verbraucht aber... Okay, Ausdauer nennt man hier Ki. Habe ich verstanden. Und schwächt deine Verteidigung. Wenn dein Ki aufgebraucht ist, kannst du nicht mehr angreifen, bis es sich regeneriert hat. Okay. Oh. Oh, wait. Hä? So. Ziel erfassen, Ziel wechseln. Ja, das kennen wir schon. Kann ich im nächsten Tutorial fortfahren? Okay, wir müssen hier rauslaufen. Okay. Ah, vielleicht hast du recht. Vielleicht könnte es auch ein Europäer sein. Ah, hast schon recht. Nur die Frisur passt. Wobei. Zu einem Freibeuter passt der Frisur vielleicht auch irgendwie. Das hier wird auf dem Kompass oben rechts angezeigt. Bin ausgewichen. Oh, okay, ich bin wohl nicht genug ausgewichen. Achso, ich habe keine Verteidigung gemacht. Bonk, bonk. Dass es hier eine Minimap gibt, finde ich schräg. Haltung wechseln. Hohe Haltung RBY, mittlere Haltung RBX, tiefe Haltung RBA. Die hohe Haltung erhöht die Angriffskraft und ermöglicht mächtigere Techniken. Die mittlere Haltung ist gut zur Verteidigung geeignet. Sie bietet eine Vielzahl von Techniken und ist einfach einzusetzen. Die tiefe Haltung eignet sich gut zum Ausweichen. Ihr braucht nicht so viel Ki und hält eine Verteidigung in der Bewegung aufrecht. Okay. Ah ja. Naja, so wechsle ich dann auch. Das ist ja ganz cool, weil du wechselst damit auch automatisch, in welchem Winkel du angreifst. Dann wäre das Speer vielleicht doch cool gewesen. Das wusste ich jetzt nicht, dass da, dass wir sowas kriegen. Weil dann kann man ja mit dem Speer so machen, dass man halt nur Peaks, Peaks oder von oben und unten. Das ist halt eine Möglichkeit. Naja. Tiefe Haltung. Habe ich jetzt. Okay. Bin irritiert, warum man mir jetzt extra mal sagt, muss jetzt jeder halt noch einmal ausprobieren? I guess. Weil dann ist die Verteidigungshaltung, ist, warum ich nicht angegriffen. Wenn ich die Haltung ausprobieren soll. Ki-Impuls. RB werden sich blaue Lichter nach einem Angriff um dich sammeln. Ein Ki-Impuls stellt deinen Ki wieder her. Die Menge hängt dabei vom Timing ab. Die höchste Menge wird durch deine Ki-Anzeige bestimmt. Aha. Ich glaube, ich gerade schon aus Versehen gemacht, oder? Ja, habe ich es schon aus Versehen gemacht. Ich will im nächsten Tutorial fortfahren. Stellt mein Ki wieder her. Das ist quasi durchatmen. Yokai-Reich, eine andere Welt, erschaffen von den Yokai. Wenn du dich im Yokai-Reich befindest, ist deine Ki-Regeneration stark verlangsamt. Im Gegensatz ist die Kraft der Yokai hier deutlich höher. Reinigen regeneriert die maximale Ki-Menge durch einen erfolgreichen Ki-Impuls im Yokai-Reich. Entfällt außerdem den Schmutz des Yokai-Reichs und bringt dich wieder in den normalen Zustand.
Okay, dafür brauche ich den Key-Impuls vor allen Dingen demnach, wenn ich jetzt im Geisterreich bin. Ah ja. Da war jetzt gar nicht viel mit Yokai-Reich. Okay, muss das mal den, muss der Schmutz machen, kann das sein? Da. Okay. Holzaxt. Muss die wahrscheinlich ausrüsten, I guess. Okay, wie ich Waffen wechsle. Nahkampfwaffe wechseln, Fernkampfwaffe wechseln. Haben wir's? Okay, wir kriegen noch ein Tutorial. Oder einfach jede Menge Kram. Schießen. Okay. Drücke RT, deswegen konnte man nicht schießen. Während RT und LT. Nee, während LT gedrückt ist. Munition wechseln X für Normal, Y für Bespiel. Drücke R. Right Controller für Zoom. Distanz also bereit machen mit LT und RT drücken zum Schießen. Benutze R, um das Rattenkreuz zu bewegen. Wähle zwischen unterschiedlichen Munitionen mit X und Y. Einige Feinde haben eine Schwachstelle. Diese Schwachstelle zu treffen erhöht die Schadenswirkung und bricht ihre Haltung. Die Mitte ihres Fadenkreuzes wird rot, wenn du Schwachstellen ermittelt hast. Die äußeren Ringe werden in der Nähe des Feindes rot. Was? Die äußeren Ringe werden in der Nähe des Feindes rot. Okay. Fernkampfwaffe. Bogen. Lundenschloss. Muss ich jetzt hier irgendwie. Ist das automatisch? Okay. Okay. Kannst du mir das Tutorial fortfahren? Moment mal, ich wollte aber nochmal. Was? Da, da. Okay, ich kann auch schießen, okay. Ich muss mit der Steuerung noch klarkommen. Die Steuerung ist ja komplett anders, als man das so gewohnt ist. Aber es ist auch ein älteres Spiel, das kommt, glaube ich, nach Dark Souls 1 oder 2 raus, ne? Ich glaube, nach Dark Souls 2. Dass ich jetzt nochmal alles durchgehen mit den Tutorials, finde ich ein bisschen schräg. Hütte eines geweihten Baumes, der als heiliges Gefäß wurde gesagt, Adolf, ich brauche den. Gesamtes am Ritter lässt sich aber eine Mission abbrechen und an den Ausgangspunkt zurückkehren. Gibt Mission? Okay, das ist quasi der Homeward Bone. Gebundener Gegenstand. Das ist wahrscheinlich ein XP-Stein, wenn ich das so links oben sehe. Ah ne, das ist irgendwie um unseren Schutzgeist aufzuladen. Links oben ist das, glaube ich, das Symbol für unseren Schutzgeist. Okay. Belebte Waffe. Bei voller Amrita-Anzeige. B plus Y für Schutzgeistfähigkeit. Halt, lass mich doch selber scrollen. Cool. Okay, ich krieg irgendeinen Special Attack Move. Ah ja. Deswegen sah die Waffe auch anders aus letztes Mal. Kannst du jetzt nochmal von vorne bitte scrollen? Das ist ja nicht so, als ob ich nicht einfach. Warum scrollen sie automatisch? Ich hab doch einen Controller in der Hand. Lasst mich doch selber scrollen. Wenn belebte Waffe aktiviert ist, werden Lebensanzeigen Status für die belebte Waffe umgewandelt, solange die Anzeige für die belebte Waffe aktiv ist, bist du verwundbar. Und ein Nahkampfangriff verursacht mehr Schaden. Die Anzeige für die belebte Waffe nimmt Minuten ab. Sobald die Anzeige vollständig aufgebraucht ist, endet die Wirkung. Okay.
bin unverwundbar, wurde mir gesagt. Alles dead? I guess. Da soll ich wieder deaktivieren. Oh, es gibt nochmal so ein Special Range Attack. Wenn ich nochmal Y und B zusammendrücke. Das war alles ein bisschen viel. So auf einmal. Vor allem habe ich jetzt, abgesehen von meinem Schutzgeist, nichts von denen ausprobiert, was ich. Also doch die. Moment, die Axt habe ich ausprobiert, aber die zwei Nahkämpfer habe ich gar nicht ausprobiert. Egal. Tagebuch schließen. Ausdauerfähigkeiten, Stärke plus 1. Wir sind bereits für unsere Landung. Trotz allem, was ich über dieses Land gelesen habe, kam mir nichts wirklich auf das vorbereiten, was mich nun erwartet. Ich lege das Tagebuch nieder und verlasse meine Kajüte. Kuroshima ist eine Insel vor der Küste von Uzuki in der Provinz Bungo of Kyushu. Die Japaner mit ihren Provinzen. Es gibt nur wenig fruchtbares Land. Das ist so, als würde jemand sagen, hey, Usedom ist eine Insel vor, was ist denn da überhaupt? Stralsund? Ne, Rügen ist eine Insel vor Stralsund in der Provinz Nordrhein-Westfalen. Das sagt halt keiner bei uns. Nordrhein-Westfalen ist übrigens falsch. Was ist denn das? Mecklenburg-Vorpommern ist das Richtige. Es gibt nur wenig fruchtbares Land, da die Küste schnell in Klippen und Berge übergeht. An die Gestalt der Insel klammert sich ein winziges Fischerdorf, dessen Bewohner ihr Einkommen durch Ackerbau auf in die hügelgeschlagenen Felder ergänzen. Ihr einfaches Leben unterscheidet sich deutlich von dem des Dorfältesten, dessen großzügiges Anwesen auf dem höchsten Gipfel der Insel thront. Es wirkt seltsam überdimensioniert für die kleine Insel. Ah ja, okay. Ich habe den ersten Boss schon verstanden. Der beutet also sein Dorf aus und deswegen müssen wir ihn platt machen. Und dann geht's weiter. Wir sind irgendwie immer noch im Tutorial. Wo Dark Souls ein Tutorial-Level macht, macht das hier irgendwie drei. Ja, und da sind irgendwie diese komischen, fiesen Geister-Bubbles. Da ist schon was zum... Okay, wir looten erstmal. Erstmal den Nahkampfwaffe ausrüsten. Okay, klar, jetzt kriegen wir hier unsere Axt. Die sieht sogar deutlich fancier aus als die, die wir vorher hatten. Finde ich. So Schwarzstahl-Axt. Okay, wenn ich einen göttlichen Schutz. Ja, göttlicher Schutz wäre ganz gut. Hier, beten. Pardon. Okay, jetzt habe ich rechts unten, wollte ich gerade sagen, auch XP. Die haben bis jetzt auch noch keine. Aber ich kann den Schutzgeist wechseln einfach. Die muss ich aber erst entdecken. Okay. Besucher herbeirufen, das ist Koop. Otto, ich habe einen Besucher herbeizurufen, würde ich sagen. DLC-Gegenstände abholen. Ich habe die Complete Edition. Aha, wir haben hier irgendwelche Sachen gekriegt. Opfer da. Man ging schon am Schrein, um Amrita zu erhalten. Okay, Amrita ist quasi die Währung. Und ich kann ja einfach verkaufen. Okay, Stufenanstieg. Da brauche ich 250 für. Gut, wir sind mit allen bei 5 gestartet, außer Fähigkeit. Erfordert Menge, um Sondereffekte, komplexe Waffen und Rüstung zu aktivieren. Hauptsächlich betroffene Waffen, Doppelschwerter, Tonfa, Schusswaffen. Ja, GG, hat sehr gut funktioniert. Stärke von der Menge um Sondereffekt für Waffen und Rüstung zu haben. Waffen extra Odachi. Kanonen. Wait, ich habe die Axt genommen, die mit Ausdauer plus 1 gibt und die Ausdauer zählt nicht als hauptsächlich betroffene Waffe. Hä? Wer macht denn sowas? Aber wir gehen natürlich erstmal hier nach hinten und gucken mal, ob hier noch in der Ecke irgendwas zum Looten ist. Haha! Weil ich da nach rechts war das Offensichtliche für mich. Die Leiter ein, sagt mir nicht, dass er versucht zu fliehen. Oh. Leiter ist kaputt. Na gut. Was bin ich ins Wasser renne? Oh. Das ist die Dark Souls-Variante.
die Dark Souls-Variante von ich sehe nicht, dass im Wasser das Land endet. Ah, shit. Hier ist ein Instant-Land zu Ende, okay. Gut. Da haben wir unseren ersten Death. Oder nicht mal durch einen Gegner. Springen kann ich, glaube ich, nicht. Moment, ich muss meine Dingensbummens wieder einsammeln, wa? Okay. Das sieht ganz fancy aus. Okay, und da... Oh, das ist unser Schutzgeist. Sitzt da rum, das ist ja cute. Frei vom irdischen Müse, oder was stand da auf Deutsch? Ja, ich glaube sowas in der Richtung. Ja. Ja, bewegt sich aber was da vorne. Hallo. Okay. Ah, der gibt uns das Tonfa, okay. Das hätte noch gefehlt. Schadensbonus, weniger Rüstung, 10 minus. Tiefe Haltung, Ki-Reduktion. Wait. Axt ist für tiefe Haltung da. Oh. Okay. Also die ist nicht schon eher weglaufen. Es kommt nochmal ein Tutorial, das mit Ansturm und so ein Shit. What the fuck? Halten mich echt für so beschissen? Offensichtlicherweise, ne? Achso, ja, den habe ich jetzt hier bekommen. Weil die Complete Edition. Das passt irgendwie gar nicht dazu. Fuck it. Wir machen hier Fashion Neo. Neo Fashion, keine Ahnung. Irgendwie was in der Richtung. Hier kann ich aber langlaufen. Schon noch was? Oh. Mal sehen, wir jetzt direkt drauf gehen nochmal. Das sieht nach so einem. Ich suche der Ziegel, Stufe 3. Rückkehr bekämpfen. Das sind andere Spieler, die gestorben sind, oder? Richtig? Ich mag den tiefen Haltung mit der Axt nicht. Ruhm erhalten. Okay, unten ein Loot-Ding. Ein Armschutz für Pirat. Zack. Das ist ja ganz witzig, tatsächlich, dass man dann die Equipment loot. Aber woran ist er hier gestorben? An dem? Gibt's hier, so, nun kannst du mir das erklären, weil es bis jetzt nicht erwähnt wurde, gibt's hier auch irgendwie so, Auswirkungen von dem Equipment Load, das ich benutze, also die Prozent, so Prozentschwellen, und wenn ja, könntest du mir sagen, welche? Bevor ich jetzt das alles irgendwie austeste. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, ich hatte vorhin auch schon mal 46%, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich krass was verändert hat, aber just to be sure. Ah, es gibt Geld, okay. Ich glaube, ich mag schon lieber die hohe Haltung für mehr Attack. Oh, oh. Echt oder nicht? Den falschen getroffen, du. Den falschen getroffen. Also die hohe Attack ist halt wirklich ein Single Target. Für die hohe Haltung meine ich jetzt. Bist du da drüben?
Rückweg zeigen. Hallo, muss ich dich zu den Schreien bringen? Krieg ich dann was dafür? Oh, das ist ja cute. Weiß nicht, ob ich dafür was krieg, aber es ist auf jeden Fall süß. Okay, hier ist eine offene Truhe. What? Soll das aussagen, hier wurde schon reingelootet, ja? Da kann Boss, weil ja, gibt es, aber weiß nicht auswendig. Okay, es macht einen Unterschied demnach. Können wir mal. Wählen wir die anderen Waffen aus. Okay, holy shit. Okay. Okay, wenn ich nach dem Angriff die Stance wechsle, kriege ich auch diesen Key-Boost. Ich kann mal Haltung ändern. Oh. Nice Finish. Hier ist noch jemand, den wir bekämpfen können. Ich wollte gerade einen. Heavy Attack aus Dark Souls machen. Oder Elden Ring, besser gesagt. Also noch ein Rosenholz-Tonfall. Wir werden dann nochmal hier eine Heilung brauchen, wahrscheinlich. Wenn hier wieder jemand umgekommen ist, dann kommt hier wahrscheinlich gleich was. Stufe 5. Todesstoß, wenn Gegner am Boden liegen. Das ist aber nicht ein Krieg, wie ich hier auf den Boden krieg. Ehrlich gesagt. Rückkehr bekämpfen. Wow. Du hast gerade keine Ausdauer mehr. Was ist das denn? Ups. Oh Gott, aua, nope. Huf. Heieiei, das war knapp. Huiuiuiui, war das knapp. Weil man kriegt, glaube ich, spezielle Ausrüstung dafür, ne? Wenn man die platt macht. Oder kriegt man irgendeine Ausrüstung von den Sachen? Zufällig? Amrita-Bilanz, plus 2,7%. Unbegrenztes Ninjutsu. Hört sich ganz geil an. Und hier in einem Hosi deutlich mehr Schutz gibt. Ja, bei den Tonfas hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Das ist sogar eine schlechte Variante von dem Tonfa. Ja. Achso, und wir haben unsere Waffe eigentlich, unseren Schutzgeist. Full. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Und wir sind unverwundbar, wenn wir den benutzen, wurde uns gesagt. Hier sind ja sau viele. Oh, hallo. Oh Gott, ich kann keine Short Attack, keine Light Attack an eine Heavy Attack ranmachen. Das ist uncool. Also die Thresholds liegen wohl bei 0 bis 30%, 30 bis 70, 70 bis 99 und 100% plus. Okay. Ich habe noch nicht herausgefunden, was da der Unterschied ist. Ich glaube, ich laufe ein bisschen langsamer, kann das sein. So, ich hätte gerne noch mal eine Heilung. Kleiner Geisterstein, Soldatenspeer. Fußsoldat, hier Rotzi-Botzi.
Es gibt selten. Also ich finde es eigentlich ganz cool, diese Kombination mit den Seltenheiten. Weniger Wasserschutz, erforderlicher Körperwert 6. Oh, ups. Dann sollen wir vielleicht das andere nehmen. Muss ich hier weiter? Ich glaube, ich muss hier links hoch. Ich glaube, wir gehen nochmal kurz eine Runde leveln. Und kämpfen dann nochmal ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen verkackt zwischendurch. Gibt's Fallschaden? Let's try. Oh, nicht so viel. Also nicht auf der Höhe. Ich meine, wir haben 1500, deswegen sollten wir vielleicht mal leveln gehen. Die Fähigkeit Kodama Segen erhalten wurde freigeschalten. Hey, Kodama Segen erhalten, was ist das? Erhöhe die erhalte am Ritter-Menge. Kriegssegen. Erhöhe die Häufigkeit von gefundener Rüstung um 1%. Ah, es gibt okay, die Hüte sagen mir, es gibt bestimmte Varianten von diesen, sag mal, Naturgeistern. Was nennt man sie jetzt mal, Naturgeistern? Ich kann das jetzt hier aktivieren. Und man kann wahrscheinlich immer einen von den 5 aktivieren. Und je nachdem, wie viel man gefunden hat, gibt es halt unterschiedliche Stufen. Okay. Gold erforderlich. Hier ist weniger Gold. Und das Aktivieren kostet Gold. Okay. Suche herbeirufen, Segen. Achso, das haben wir schon, das Thema. Da soll es. Genau, da haben wir alles bekommen. Opfer darbringen. Stufenaufstieg. So. Das erhöht Leben, also HP. Unser Angriff tatsächlich auch. Okay. Stärke erhöht uns. Das wird unser Angriff plus 3. Auf beiden und beim anderen plus 2. Und das hier erhöht tatsächlich nicht so viel. Ki-Impulse dafür aber stärker. Samurai-Fähigkeitspunkte. Magiegeist. Beeinflusst die Stärke des Schutzgeists. Schutzgeistbindung wird einfach höher. Und Yokai-Schutz plus 2. Omyo-Magierkraft. Ich glaube, ich würde mal Körper nehmen, weil wir haben jetzt gerade schon festgestellt, dass wir einmal Körper zu wenig haben. Und dann noch ein bisschen Stärke. So, gebonk. Dann haben wir gar nicht mehr genug. Dann brauchen wir 1000. Würde ich gern bestätigen. Haben wir 2 Level-Ups gemacht. Okay, kann ich jetzt noch Opfer da bringen? Kann ich jetzt noch Sachen verkaufen, die ich nicht haben will? Wie das hier? Dann kriege ich 44. Das ist irgendwie nicht. Das lohnt sich nicht. 9. Aber auf der anderen Seite brauche ich die auch nie wieder, also von daher. Sehr wahrscheinlich. Moment. Fuß. Ach ne, Fuß wäre doch. Ja. Opfer da bringen. Ungewöhnlich oder besser, möchtest du sie wirklich opfern? Ja, doch, schon. Ja. Jetzt kann ich die hier auch theoretisch anziehen, aber die waren ja eh schon schlechter. Die haben halt nur mehr. Wobei, nee, jetzt vielleicht nicht mehr. Ach, keine Ahnung. So, Rosenhaus-Tonfa. Wir hätten sogar jetzt noch ein Level-Up tatsächlich durch das Opfern. Elixier, Stein. Wegweiser teilen und platziert den Wegweiser an einem Standort auf deinem Kompass, der dir die Richtung anzeigt. Einer besitzt die Macht von Jesu Batsuma, die Kinder von frühzeitigen Tod schützt. Soll den Menschen den richtigen Weg weisen. Was machst du eigentlich, Gegenstand? Ich vermute, aber das ist, nee, steht nicht richtig drin. Ich vermute, dass wenn ich sterbe, ich bei dir wiederbelebt werde. Bin mir aber nicht sicher. Die in einem schwachen goldenen Licht leuchtet, als wäre darin glühend, verwende es. Okay, das sind die itemized Level-Ups. In der Heilung unserer Schränke ist für die Kurzzeit die Kirin-Ausführung beschleunigt. Dieses Wasser wird schon sehr lange Rituale benutzt. Man trinkt es, bevor man Schwurde vor den Göttern. Okay. Ja, wobei wir können hier schon das hier heilige Wasser, können wir glaube ich schon mal machen. Bei dir weiß ich echt nicht, was du machen sollst. Da bin ich ein bisschen überfragt. Jetzt würde ich aber gerne nochmal einen Stufenaufstieg haben. Körper ist HP. Ach, nicht, ich brauche 1000. Geht nicht.
Auch ein bisschen mehr. Aktuell kriegen wir gar nicht so viel, aber jetzt sind natürlich alle respawned. Okay, ich muss sie doch finishen, wenn sie am Boden liegen. Ah, okay. Wenn sie keine AP mehr haben, gehen sie auf den Boden, dann muss ich sie finishen. Okay, das habe ich irgendwie das letzte Mal einfach intuitiv gemacht, I guess. Hier kommen doch mehrere, richtig? Ich glaube, da brauche ich schon die X-Variante. Hier kommen doch zwei auf einmal. Hallo. Ah, da war auch auf dem Boden. Ja, okay, man muss sie finishen, wenn sie auf dem Boden sind. Ja. Habe ich mitgekriegt. Bin trotzdem irgendwie, gebe ich zu, ein Fan von der Axt. Die ist halt fett riesig. Wir hatten jetzt wieder ein Level up. Okay, man kriegt gar nicht so wenig. Oh, wow. Den habe ich vergessen. Okay, hätten finishen können. Na gut. Also das ist schon echt eine heftige Stance. So mit den Schlägen von oben. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man trifft. Moment, ist mein Ki meine Lebensenergie? Das ist gar nicht meine Ausdauer. Meine Ki ist meine Lebensenergie, kann das sein? Irgendwie komme ich von oben noch aufs... Oh, ich habe mich auch wieder vergessen. Nee, das ist doch meine Ausdauer, glaube ich. Key ist schon Stamina quasi, ja, okay. Dann habe ich doch recht. Oh, da ist noch was. Was ich nicht gesehen habe. Wuhu! Und hier gibt es noch einen Weg lang. Geisterstein. Hier gibt. Nee, ist der Weg, den ich hochgekommen bin. Lul, ich bin doof. Aber hier kann ich direkt hochgehen. Aua, da habe ich meine Reichweite verschätzt. Der fährt den Kopf ab. Alles klar. Hier gibt es noch ein paar Wege, die ich noch nicht gegangen bin, so direkt. Ich habe das Gefühl, die Allrounder-Stance ist schon die mittlere. Das hatten sie auch gesagt. Ist daraus die einfachsten Sachen. Ki-Impuls. Ja, okay. Die Reine des Herzens wiederherstellen. Okay. Das machen wir, glaube ich, noch zu selten, I guess. Also er ist in der Hütte im Wald. Okay, das ist also so erster Boss ist in der Hütte im Wald. Aber manchmal sind wir aber auch schon ganz schön. Das ist ja einfach. Die Axt köpft ja alle. The fuck? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Boys? Ja, Waffe beleben. Ja genau, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Habe ich einfach ignoriert. Fernkampf haben wir noch gar nicht, tatsächlich. Irgendwas hat uns entdeckt. Irgendein Fernkampf hat uns natürlich entdeckt. Ach, scheiße. Die Wand da. Schurke S. Ist einfach mehr Rüstung. Hast du gesagt, 70% ist eh egal? Na dann, Rüstung drauf da.
Wasserschutz, deswegen ist das hoch. Okay, wir sind jetzt ein Schurke, I guess. Oh! Wieder geköpft. Holy fuck. Die stellen echt viele hinter so Abzweigungen, die Schweine. Jedes Mal erschrocken. Aber erstmal fühlt sich nach einem coolen Spiel an. Ah, hier komme ich von oben ran, okay. Das war der Loot, den man schon die ganze Zeit sieht. Das ist auch sehr Dark Souls-like. Feueramulett. Was macht das denn? Ja, von welchem Spiel das wohl haben? Habe ich ja gerade direkt hinterher geschoben. Geisterstein. Oder geht das ein größerer Salz? Beim Salz fällt gerne Salz, das Salz zum Entfernen von Besudelung verwendet wird. Bei Benutzung fügt es nahen Yonkai hohen Ki-Schaden zu. Moment, aber wir hatten doch jetzt gerade noch. Ah, hier, Feueramulett. Deine Waffe, die Macht des Feuers. Mal irgendwo mit Toten auf dem. Okay. Das ist quasi die Eldenring Feuerfette. Okay, Stärmten. Ups. Falsche Taste. Dass sie das Menü offen haben, während es schon fast wieder so aussieht, als könntest du wieder normal weiterspielen, wovon sie das wohl haben. Geht auch in eine ähnliche Richtung. So, ist hier noch ein Gegner? Wir sind da, sitzt ein Gegner. Oh. Wait a second. Das ist beschissen. Speer und ein Schurke S irgendwie gab es hier und ein Elixier. Nicht ganz sicher, wofür das Elixier ist. Aber man kriegt echt unfassbar viele. Unfassbar viele Sachen. Moment, das. Also okay, X ist beim Speer relativ weit, deswegen, wenn ich das hier mache. Okay, das ist der quasi Nahkampf-Stance. Und die oben. Oh Gott, der hat ja übel weite Schwünge. Okay. I'm not sure. Der Speer ist es, glaube ich, nicht. Das mache ich dir ja eh irgendwie Level-Up. Okay, hier kann ich auch noch nach oben. Und echt viele Wege in dem Level, die man erkunden sollte, anscheinend. Für Loot. Banditenaxt. Jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt wahrscheinlich, dass die Axt besser ist. Aber ich fasse das erste Level von meiner Schwarzstahlaxt an Vertrautheit kriege. Was die Vertrautheit macht, weiß ich noch nicht. Aber ja, die ist einfach straight up besser. Angriff, tiefe Haltung. Das ist mir eh egal. Fähigkeit brechen. Feind verschlammt. Oh, gut. So viel anders sieht es gar nicht aus. Sieht ein bisschen aus, müsste ich erstmal den Range-Dude da hinten wegmachen. Okay, wir haben den Bogen bekommen. Oh. Und es kann Loot in Kisten geben. Gut. Haben wir das auch geklärt? Hallo. Na, komm her. Dass der horizontale Swing jedes Mal köpft. Why? Why? So, das will ich eigentlich schon die da unten bekämpfen, aber ich guck mal noch kurz hier um die Ecke, wenn ich schon hier oben bin. Ah, hier sind übel viele Tote. Holy shit. Aber die zu machen wäre schon ganz geil, wa? Weil da kriegt man immer fett Loot. Umari-Anhänger. Anhänger gab es, glaube ich, auch. Geisterstein.
genau, Accessoires habe ich hier gesehen. Ja, gibt einfach mehr Schutz, Lähmungsschutz, Yokai-Schutz, Schaden über Zeit. Es gibt Dots. Lähmungsschutz, obwohl diese Magiewert. Obwohl hier ist es ein Magiewert. Ah, ja, ich sehe auch oben rechts die Markierung tatsächlich, dass es jetzt auf gelb geht, wenn ich das anziehen würde bei Prozentbelastung, der Ausrüstungsgewicht. Müsste ich quasi die nehmen. Ist ein E-Besser tatsächlich. Besser und leichter. Dann können wir die hier anziehen. Die sind nicht besser. Die haben weniger Schutz. Die haben nur mehr Durchbruchsschutz. Also auch immer Durchbruchsschutz bedeutet, kann ich mir irgendwo Hilfe. Widerstand gegen Durchbrechen der Verteidigung und Key-Schaden. Okay. Cool. So, Fernkampfwaffe sollten wir ausrüsten. Wir haben hier einen schlechteren Speer. Okay, uns gibt es unfassbar viel Loot. Also der Loot ist insane häufig. Stufe 6. Rückkehr bekämpfen. Karmic Punishment. Von Gesetzlosen erschossen. Der sieht sehr ähnlich aus wie wir. Nur ehrlich. Oh Gott, der hat die X. Das ist ja fies. No! Der hat den Low Stance. Hier. Den Stance hat er. Jetzt nicht mehr. Alter. Yay! Hey! Der haut mir ganz schön ins Gesicht, der gute Mann. So. Shit, der hat mir aber hart ins Gesicht gegeben. What the fuck? Loot ist keine Mangelware, ja. Habe ich gerade festgestellt. Achso, wir hätten vielleicht einfach unser Weapon. Ich muss noch wieder Steuerung gucken. Unsere Weapon Art nehmen können. Koyode. Was haben wir hier? Speer-Koyode. Ist aber leichter für das Gleiche. Wir haben Fußsoldat-Koyode und dann haben wir hier Speer-Koyode. Ist einfach fast die gleiche Ausrüstung. Aber weniger Durchbruchschutz und dafür mehr Erdschutz. Wir haben nur noch gar keinen Elementgegner gehabt, glaube ich. Und das ist einfach weniger an allem. Gibt es irgendwie eine Option, das zu vergleichen? So direkt? Weil du hast ja auch diese Status-Effekt-Sachen. Die kannst du ja nicht wirklich vergleichen. So richtig. Mit Verteidigung plus 3, Key plus 2, Goldbilanz. Fehlt mir irgendwie die Option, das gut zu vergleichen. Der Speer hat eine insane Reichweite gehabt gerade. Der hat uns so ein bisschen den Fight gecarried dadurch. Wir heilen uns nochmal. Uff. Hier ist nichts mehr in der Ecke, oder? Ah ne, da ging es noch weiter, ne? Da lang. Ah, shit. Oh. Ha. Ihr könnt das Ding nicht aktivieren und nicht beten, ne? Sehe ich gerade. Kann das sein? Wollte ich nicht, dass die hinter mir alle respawnen. Oh, hallo. Können wir direkt wieder, glaube ich, wechseln? Easy. Das geht auch wieder. Okay, hier geht irgendwie immer der Kopf ab. Ich bin ein bisschen irritiert. Versucht, den Bogen auszuhütteln. Kann ich von hier irgendwas treffen, weil ich hier den Bogen kriege? Würde ich ja sagen, wäre sinnvoll, wenn ich hier was treffen könnte. Unter mir ist Loot. Also ich kann wahrscheinlich hier runterspringen, aber wofür? Wir sollen vielleicht doch mal eine Runde beten. Bet. Wir haben doch Erfahrungspunkte gekriegt fürs Beten. Kann das sein? Wir haben irgendwie nochmal 50% draufgekriegt. Der Fug?
Das ist geil. Körper ist HP, ne? Let's go. Was ist ein Herz? Beeinflusst Ki hauptsächlich betroffen Waffen, Schwerter und Bögen. Ja, dann eher nicht. Stärke, I guess. Doppelschwerter, Tonnenverschusswaffen, komplexer Waffen zu aktivieren. Okay, Fähigkeit sowas wie Geschick. Obwohl es Geschick nochmal extra gab, oder? Yo. Kapazität ist ein Jutsu, habe ich betroffen Waffe, Kusa. Ja, genau. Also Fähigkeit ist trotzdem das, was bei Elden Ring Geschick ist. Habe ich das Gefühl. Stärke und Körper ist erstmal schon, glaube ich, eine gute Kombination. So, wir können die Waffen hier wieder rausschmeißen, die wir nicht ausgerüstet haben, weil ich weiß, dass wir die ja nicht benutzen wollen. Ja. Ist das Tonfa? Werden wir nicht benutzen. PHL-Quote. Gewicht 0,9, 1,1, 2,1. Ja doch, kann man auch wegmachen. Ich überlege gerade, ob wir ein paar Sachen behalten, um eventuell mal die Ausrüstung wechseln zu können. Aber ein bisschen was, den können wir wahrscheinlich nicht wegtun. Quasi eine leichte und eine schwere Rüstung würde ich so ein bisschen behalten. Ich weiß nicht genau, wofür ich das Gold sinnvoll benutzen kann, ehrlich gesagt. Das kam ein Langbogen. Ein Langbogen ist natürlich wieder noch besser als ein Kurzbogen, wa? Würde ich jetzt sagen. Aua. Das wäre ja ein unnötiger Hit. Frage ist, kann ich den... Ach nee, den Langbogen habe ich schon. Der ist einfach schlecht, der Langbogen. Ja, RIP. Eine Ladung Schießpulver, die im Umgang mit Munition, wie sie Ninja in japanischem Papier gewickelt wurde, wird es geworfen, explodiert und fügt allen Gegnern im Umkreis. Oh! Feuerbomben! Wup, wup! Let's go. Was habe ich denn jetzt hier oben noch? Tutorial. Haltungen, Ki-Impuls, Yonkai-Reich. Das durch Yonkai-Verhinder schaffen wird. Yonkai-Reich wird von Ki-Menschen erheblich langsam regenerieren, außerdem stärkt die Wirkung. Okay, ja. Schießen, belebte Waffen, Schreine, Kodama. Kodama verlassen derzeit ihre Schreine, streifen umher und verirren sich. Wenn du diesen verirrten Kodama den Weg weist, kehren sie zu ihrem Schrein zurück. Indem du einen Kodama zu deinem Schrein zurückbringst, bekommst du die Möglichkeit, im Schrein den Segen des Kodamas zu erhalten. Gewährt dir die Schreine in der betreffenden Region eine höhere Anzahl Elixiere. Kodama sind weder Götter noch Yokai. Sie bewohnen die Bäume ebenso wie die Mensch, wie die von Menschen geschaffenen Objekte. Ihr Äußeres ist kindlich und liebenswert. Kodama bleiben meist nahe bei den Schreinen ihrer Wäldern, doch gelegentlich irren sie auch umher. Das heißt, bei jedem Schrein gibt es einen Kodama in der Nähe? Dann fehlt mir hier noch einer. Auf jeden Fall. Wait, da ist Loot. Aber dann habe ich irgendwo noch einen Abzweig verpasst. Aber ich war ja gerade hier oben. Ich habe vielleicht den Speer ein bisschen lieb geworden mit der Reichweite. Das ist gar nicht so kacke. Hier, komm ran. Boy. Zing, zing! Oh, da ist noch ein Speer. Ja, so komme ich daran. Locker eines jungen Samurai. What the fuck? Locker eines jungen Samurai. Warum habe ich denn hier eigentlich schon wieder was Neues? Alter, der Loot ist ja... Ich hab's Gefühl, die haben es ein bisschen übertrieben mit den Loots. Was machst du jetzt? Harlock, ein junger Samurai, der im Kampf gefallen ist. Dafür erhältst du 2 Samurai-Fähigkeitspunkte. Schon seit alten Zeiten glaubt man, dass das Haar eines verstorbenen geheimnisvolle Kräfte enthält. Denjenigen, die es bei sich tragen, Stärke und Schutz gewähren. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit Samurai-Fähigkeitspunkten mache bisher. Von daher, whatever. Aufgeschlitzt.
So, jetzt gab es hier noch irgendwie Daddies. Oh Gott. Okay, da treffe ich nicht. Bitte. Das war easy. Treffe ich doch. Oh. Oh, der hat mich noch getroffen. Shit. So, nicht nett. Ist schon ganz witzig, dass ihr so viele Gegner sieht. Oh, hallo. Oh, mein Kleiner, du musst da zurück. Tschüss. So, den können wir jetzt einfach mit unserem Dingensbums klappen, mit unserem Special Move. Stufe 7, I died here. Wo kann ich denn meinen Namen eingeben? Wird der einfach von Steam oder Epic übernommen? Was ist eigentlich die Anzeige links unten am Rand? Also, ich habe ja links unten meine Gegenstände, die ich benutzen kann, und darunter nochmal sowieso Schriftrollen und bestimmte Werte. Was sagt mir das? Wie viele Gegner ich gekillt habe, bis ich zum nächsten Schrein komme oder sowas? Und dafür kriege ich Erfahrungspunkte. Hallihallo, Lumi. Ein wunderschön. Ich spiele ein anderes Souls-like. Und es gibt süße Naturgeister, die man retten kann. Das sind Skillpunkte. Ha, okay, danke. So, ich würde sagen, wir benutzen mal unseren Schutzgeist und machen jetzt hier die Rückkehr platt. Easy. Moment, haben wir jetzt Bizen Ichimochi haben wir bekommen. Hier eine neue Waffe. Und eine Raufbold-Rüstung, die besser ist in den meisten Sachen. Leben plus 10. Und am Rita-Bilanz plus 3,5. Das deckt man wahrscheinlich ganz gut hoch. Bist du eine Stufe... Ach, die Waffen haben auch noch Stufen. LOL, die Waffen haben auch noch Stufen. Entschuldigung. Bizen Ichimochi. Kann ich für dich eine Beschreibung kriegen? Typ, also Stufe, Brechen 56, Parieren 40, Angriffsverstärkung, Einfluss auf Angriff, Herz plus 1, das ist das Scaling, Einfluss auf Angriff, Stärke C, auf Fähigkeit C, der hat dreifaches Scaling, das Ding. Okay, du bist quasi so ein kurzes Katana. Jetzt brauche ich nochmal die Erklärung. Okay, nee, Herz war es, ne? Auf Herz, Katanas gehen auf Herz. Viel Erfolg, Lomi, beim Laufen. Schief, schief, schief. Moment, kann ich einfach... Moment. Kann ich meine Waffe einfach mit... Ah, ja, kann ich. Mit RB plus B ziehe ich meine Waffe, okay. Hier bin ich, glaube ich, reingelaufen. Das sieht zumindest noch aus. Irgendwie noch in die Ecke. Fühlt sich weird an. Kann ich mir vorstellen. Liegt doch einmal einer im Boden. Wollte ich gerade sagen. Da lag doch einer im Boden. Ah, hier bin ich da, okay. Kann ich eine Abkürzung freischalten, I guess? Heiliges Wasser. Laufen ohne vorwärts kommen. Das ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Im Fitnessstudio kriege ich das ganz gut hin. Tatsächlich. Geisterstein noch mehr. Ich muss jetzt alles wieder durchlaufen, wenn ich das jetzt hier runtergehe. Oder komme ich hier zurück? Für alles doppelt und dreifach aktivieren muss. Okay, es gibt kein... Ach ne, Moment mal, aber sprinten. Kayakudama. Ah ja, jetzt habe ich hier die Abkürzung freigeschaltet. Okay. Weiß nicht, ob dies so wert war, aber... Was gibt es Schnelles? Du darfst es auch mal nehmen, wenn du es willst.
Soll ich dann laufen im Stream und einen Souls-like spielen? Und da, dann noch stehen, also quasi ja, laufen und stehen. Kann man hier schlecht im Sitzen laufen. Das hört sich weird an. Halt. Also ich glaube, sie hätten den Loot 30% reduzieren können, dann ist, freut man sich mehr über die einzelnen Sachen, die man findet. Muss ich mal so sagen. Beim Arbeiten wird es schwierig. Sobald ich mit Maus und Tastatur arbeite, glaube ich, klappt das nicht. Also ich würde mit Maus und Tastatur nicht auf dem Laufband arbeiten wollen, so rum. Einfach dadurch, dass du halt Erschütterung hast und wenn du dann präzise mit, Maus, mit der Maus arbeiten willst, glaube ich, wird das blöd. Aber Lumi, du wolltest arbeiten und nicht meinen Stream gucken. Herz beeinflusst Ki. Körper, Stärke. We go for Stärke und Körper, ne? Achso, wir haben keinen. Wir schaffen nicht mehr Räums. Und dann. Stufenanstieg. True, true. Ich starte auch gerade schon das Programm. So, Opfer da bringen. Den können wir auf jeden Fall opfern. Den Soldatenspeer können wir opfern. Ne, den Speer können wir opfern. Die Sachen würde ich mal noch behalten. Zum Wechseln. Pirat. Zinago. Ne, es ist so viel schlechter als die anderen. Können wir, glaube ich, auch raushauen. Oh, hier kann ich noch die anderen Sachen. Aha. Das habe ich vielleicht, hier sehe ich es auch komplett als Übersicht. Die alle Rüstungen und Waffen. Moment, das ist aber keine Verbrauchsgegenstände. Verbrauchsgegenstände kann ich nicht hingeben. Segen, Besucher, Kodama-Segen. Hier haben wir doch jetzt 9. Heiler-Segen. Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Xi um 5%. Ah ja. Machen wir doch mal das. Zerg, hallihallo. Was, Geiz 11? What? Mann. Geiz 11 sehe ich mich nicht. Da fühle ich mich nicht von angesprochen. So, ich glaube, hier müssen wir weiter. Habe ich so das Gefühl. Kommt hier ran? So, wir haben nämlich hier noch Loot, wo wir noch nicht waren. Deswegen würde ich sagen, ab hier runter. Können wir, gibt's Sprungangriffe? Oh. Gibt's. Jawohl. Oh, hier war doch. Hab ich den Loot jetzt schon mitgenommen? I don't know. Wunderschön jedenfalls, Zerg. Hallo? Oh, oh, aua, aua! Oh, what? Befreit von irdischem Mühser steht da übrigens, wenn man stirbt. Da hatte ich meine Ausdauer verbraucht. Ey, guess, ich brauche mehr Ausdauer. Holy fuck. Achso, ich habe jetzt gar keinen Schutzgeist. What? Den muss ich erst wieder einsammeln. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Gute Eisenbahn. Okay, es gibt auch ein Crafting anscheinend. Guck mal her, Bro. Doch, da ist doch noch Loot. Ich bin blind. Ich spring falsch. Für den Loot. Deswegen. Deswegen funktioniert das nicht. No, 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 no. Sind die ja hier alle? Ach du Scheibenkleister. Nope, wieder dead. Wir kommen an den Problemfall an, langsam. Aber ich habe einen Wuffi, der bei Todesstelle bewacht. Aber X ist schon die White Swings.
Müssen wir vielleicht doch den Fernkampf an der Stelle benutzen, um jemanden ranzupullen. So, wir müssen hier in die Richtung droppen, damit wir den Loot kriegen. Zang! Der droppt ja alles von seiner Ausrüstung. What the fuck? So, berühren. Da haben wir den Schutzgeist wieder. Okay. Bogen ist hier schon ein bisschen integraler Bestandteil, ne? Der hat einen Helm, die Sau. Okay. Der kombot mich einfach tot. Da komme ich auch nicht raus, wenn ich einfach gehittet wurde. Ah, shit. Bei dem muss ich wahrscheinlich dann parryen. Ich stack hier mein Loot langsam zusammen. 75 bringt der. Kann auch da runterspringen tatsächlich. Aber warum sollte ich? Kommen Sie ran. Getroffen? Okay, der droppt wirklich viel. Ist irgendwas davon besser als irgendwas anderes? Bitzen den Uchikatana Stufe 2. Yami Langbogen Stufe 3. Macht einfach mehr Damage. Straight up. Pirat. Hat weniger Rüstung, Speer, Schurke. Ist halt schwerer, macht aber auch mehr Rüstung, aber dann komme ich in den schweren Bereich. Wo ich glaube ich nicht hin will. Ich brauche einfach mehr Ausdauer für Schläge und sowas, wenn ich so schwer gehe. 82% Schurke. Fusodat M Hitsayoshi. Auch eine schlechtere Variante. Elixier heilt, ja genau, Elixier ist Healing, okay. Lass mir das wieder einsammeln. So. Ja, ich treff's nicht. Oder was? Den könnte man jetzt finishen. Aber der kommt halt einfach zu uns. Und wir finishen ihn hier. Ups. Medizinbehälter. So ein Medizinbehälter ist. Kann ich einfach öffnen? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ah ja. Achso, jetzt bin ich quasi bei dem Typen oben auf dem Hügel, I guess. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob hier nicht jemand noch eine. So, wenn nicht noch einer drin steht. Komm schon. Das war doch klar, dass der hier noch drin rumchillt. Ich kann sich kaum bewegen. Okay, kann mir eine schwere Rüstung gegeben, I guess. Der Loot. So schwer ist er gar nicht. Zumindest nicht für uns. Können wir schon benutzen. Speer, Kote. Nee, will ich glaube ich da bleiben. Kriegsherr S. Kabuto. Raufpult M. Kabuto. Fußsoldat M. Hatsuyugi.
bin überfordert mit den ganzen Bezeichnungen. Also, du bist ein anderer Du. Du bist nicht der, der uns die ganze Zeit gewonnen-tappt hat, aber dir kann man trotzdem nicht in den Kopf schießen. Aber so geht's. Wenn man zweimal trifft, geht's. Bizen Obdachi. Da sind Sachen drin. Das scheint hier irgendwie eine andere Welt zu sein. Es kommen wieder zwei, das ist natürlich doof. Hier habe ich keine Ausdauer. No! Ich hatte so wenig HP. Irgendwie nehme ich hier nicht ernst, wenn ich gehittet werde in dem Spiel. Ich nehme das irgendwie nicht ernst, wenn ich gehittet werde. Mal ein bisschen doof. Vielleicht müssen wir doch statt dem Bizen Omochi wieder unseren Soldatensperr nehmen. Und mit dem bei den Leuten kämpfen, weil da haben wir ein bisschen mehr AOE. Komm schon. Und ich denke an den Key-Impuls irgendwie nicht. Denke ich irgendwie nie dran. Speer. Nehmen wir die Sachen wieder. Wieder 3K und wir haben uns unseren Dingens auch ready. Unseren Ultimate. Wie der mich noch hinter ihm trifft. What the fuck? Ah, Ausdauer ist echt ein Problem. Ohne die Key-Impulse. Ah, falsche Taste gedrückt. Der unterbricht nicht. Der zieht einfach durch, wenn ich ihn hitte. Damit habe ich nicht gerechnet. Sind wir ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin irgendwie noch komplett in Elden Ring drin. Ich mache A und links für Waffenwechsel anstatt RB und links. Jetzt haben wir mal wieder gemacht, den Key-Impuls. Ich glaube, wir brauchen den tatsächlich relativ stark. Hier ist es, glaube ich, wurscht eigentlich. Weil du bist tatsächlich ein Fernkämpfer im Nahkampf, da ist es, glaube ich, relativ egal. Eine Kampfwaffe, ja, das sind einfach alles schlechtere Bögen. Das ist auch schlechter Piratenhut. Pirat ist irgendwie die niedrigste Ausrüstungslevel gefühlt. Und das ist, Schurke ist die schwerste, eine der schwereren zumindest aktuell. Medizinbehälter, was ist denn ein Medizinbehälter? KI plus 2, Giftschutz plus 3, reduziert Schaden über Zeit. Macht, glaube ich, in der Ausrüstung gar nichts. Im Ausrüstungs... Gewicht gar nichts aus. Achso, wir brauchen erstmal den Shit zurück. Ja gut, aber wir machen dich trotzdem vorher platt.
Okay, wir treffen das nicht, schlauer Fuchs. Was machst du da? Gib mir mal das und wir heilen uns mal, bevor wir jetzt wieder direkt K.O. gehen. Langsam wird's ja lächerlich. Gott, bei dir ist eigentlich wurscht. Wahrscheinlich eine Rüstung weniger, wa? Ich hab A gedrückt! Und er ist nicht ausgewichen! So, fuck! Schweinerei! Er ist einfach... Okay, wie wir auch den Bogen jetzt nicht benutzen? Ist einfach gesperrt. Was ist das los? Gibt's irgendwie eine Haltbarkeit? Oh, hier kann man auch eine Beschreibung kriegen, okay. Verstehe ich nicht. Okay, mein Bogen ist gesperrt. I don't get why. Aber er ist gesperrt. So, können wir jetzt mal die beiden hier platt machen? Das wäre echt gut, wenn wir das jetzt mal hinkriegen. Jetzt haben wir halt den Bogen nicht mehr, wa? Oh wow. So. Kann es nicht frühzeitig beenden, aber wir haben die erstmal platt gemacht. Finally. Das Gefühl wie so ein Miniboss drin. Was? Holzhammer. Holzhammer ist einfach eine bessere Version der Axt. Sehe ich das richtig? Einschluss, Angriff, Stärke. Körper 153. 150. Was ist das denn? Ist das das gleiche? Ein ähnliches Moveset. Würde ich sagen. Ich hab's Gefühl, hier ist was Böses drin. Cool, die andere Seite war schon offen. Ja, da ist was Böses drin. Von unheilvoll Ki der Yonkai verschlingen. Hallo. Oh, wow, wow, sag ich doch. Ist irgendwie weit weg. Oh Gott. Ein bisschen Angst, deswegen halte ich mich mal. Ich hätte hier den Key-Impuls wieder machen sollen. Oh, aua! No, 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 no. Huf! Oh Gott, aua! No! Oh, 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 oh. Ich durfte nichts machen, ich durfte auch nicht heilen. Huf, 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 huf. Okay. Eieieiei. Hausschlüssel. Okay. Mussten also besiegen, um den Hausschlüssel zu kriegen, I guess. Gab es natürlich wieder Sachen. Moment, das kann ich hier. Was ist ein RT? Ah! Haha! Haha! Katana aus der Schwertscheide von Bizen durch die leichte gebogene Klinge eignet sich sicher für hübelstehende Technik. Gut, das steht aber nicht da. Da steht wohl, was er skaliert.
Krallenschaden, KI-Reduktion. Angriff tief, KI-Reduktion. Aber ich habe einen Doppel-Ushikatana gefunden. Hohe Haltung. Brechen, plus 6. Ja, da bin ich halt jetzt nicht drauf geskillt. Bergmann glaube ich jetzt schon. Schadensreduktion, Durchbruchschuss, Schadensreduktion, Verteidigung, Ki, Blitzschutz. Das ist irgendwie schon geiler, wa? Als das andere. Wenn ich mir das so angucke. Gut, wir haben ein bisschen Verteidigungsverstärkung weniger, aber wir haben viel mehr Stats sonst drauf. Windschutz, Erdschutz. Und dafür ist auch noch leichter. Also wir könnten im Zweifel hier dann schwerere Sachen nehmen. Um das wieder auszugleichen sogar. Erdschutz, Durchbruchschutz, Zeit... Was? Zeitbonus für den Jutsu. Angriff und Verteidigung erhöhen, plus 12. Doppelschwerter, nope. Angriff mit bloßen Händen, nope. Es gibt einen bloßen Händen. Natürlich gibt es ein Unarmed-Bild. Das ist hier mit Axt, tatsächlich. Schadensreduktion, Angriff und Verteidigung mit Axt. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Erdschutz... Von Yonkai erhalten am Ritter. Unbegrenztes Ninjutsu, was auch immer unbegrenztes Ninjutsu bedeutet. Hey, ich habe auf Hilfe gedrückt. Was soll das denn? Nein, die Hilfe ist die andere Seite. Ganz gleich wie für den Ninjutsu-Gegenstand, du benutzt, dein Vorrat ist einfach unerschöpflich. Was sind denn Ninjutsu-Gegenstände? Moment, von Menschen halten der Amrita. Ist auch nicht schlecht, aber ich glaube mehr Damage und Defense mit Axt ist schon die sinnvolle Variante. Jetzt habe ich wenigstens den Compare-Bildschirm gefunden. Ausrüstungsbilanz. Was ist denn die Ausrüstungsbilanz? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner nach ihrer Niederlage Ausrüstung zurücklassen. Okay. Erhöhe die Widerstand gegen die Vorhänge und Besudelung aus dem Yonkai-Reich. Erhöhe deine Verteidigung. Reduziert den Angriff durch. Okay. Schurke S. Wir haben hier ein Level 4. Das ist eine Stufe 1. Stufe 3. Leben plus 3 ist ein Sprint. Erhöhte Ausdauer. Ausrüstungsbilanz. Mensch. Schadensreduktion ist deutlich höher. Durchbruchschutz. Yonkai-Schutz. Ein Sack Pulver aus einem zermalen Schwertschleifstein erhöht vorübergehend die Vertrautheit. Dieses Amulett wurde von den Göttern auf sicherer Weise gesegnet. Es bringt dich unbeschadet zum letzten Schrein, an dem du gehört. Achso, nee. Was sind denn dann die. Moment. Eine Keramikkugel für den Schießpulver, die starke Knall schießen Keramikplatten in alle Richtungen und führen Gegner im Umkreis hohen Schaden zu. Die Bombe ist keine Brandwaffe, sondern zieht ihre verheerende Wirkung vor allem aus dem Druck Explosion und durch den Splitter. Gegengift. Feuermann, wir hatten doch hier schon was Wegweiser-Talisman, wo ich dachte, das ist der Rückporter, oder? Ah ne, das zeigt mir einfach die Richtung, in der nächste Schrein ist. Ah ja. So, dann haben wir hier hinten noch nicht erkundet. Gibt's hier Haltbarkeit oder sowas? Okay, wir müssen das mit dem Reinigen noch auf die Reihe kriegen. Oh, hallo! Man hört die Dinger. Ich habe gerade so ein Bom, Bom, Bom gehört. Und da war das halt direkt um die Ecke. Man hört sie. Okay, hier haben wir wieder einen Toden. Warum ist hier hinten in der Ecke ein Toden? Ein Stufe 10 Toder. Das scheint mir gefährlich zu sein. Let's try. Oh, der hat auch einen. Au, 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 au. Don't do this to me. Ich muss natürlich mehr parryen hier. Ich komm nicht dagegen an. Jetzt, wenn ich ihn parry, ist er direkt wieder dran.
Ja, der Stein stützt mich einfach komplett auf. So, fuck. Komm nur auf die, über die Reichweite. Und dann parryt er jetzt sogar gerade. Okay, wild. Oi. Der hat mir ins Gesicht gegeben. Sumoji-Spear macht minimal mehr Damage, parieren kritisch, brechen tiefe Haltung, Todesstoßschaden, Nahkampfangriff, Ki-Reduktion. Ist ein bisschen hübscher. 13 Ruhm halt. Ich weiß nicht, was ich mit Ruhm mache. Kann ich mir damit Mitstreiter rufen? Weil Ruhm wird ja wohl nicht das Amrita sein. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier weiter, ne? Kann ich hier noch dazwischen? Der Typ chillt da. Der war bis jetzt nicht so die krasse Herausforderung. Ich muss relativ nah ran mit dem Hammer. Hausschlüssel benutzt. Okay. Okay, ich bin hier beim Chef vom Dorf anscheinend. Weil ich bin ja jetzt oben auf dem Berg. Da hatten sie ja vorher gesagt, da wohnt der Chef. Und ich vermute mal, den habe ich jetzt platt gemacht. Und da ist der nächste Schrein, offensichtlicherweise. Okay, das fremde Schiff hat irgendwie Dämonen mitgebracht, I guess. Ist das also der nächste? Halt! Ich hab dich. Oh, der mit. Nee, erst noch nicht. Wir gehen erst beten. Ja, wir kriegen irgendwie nochmal Sachen extra obendrauf immer. Ich hätte gern mehr HP. Mein Leben und Ausrüstungsverhältnis wird dann. Nee, Leben das nicht. Ausdauer ist Ausrüstungsverhältnis, ne? Genau. Mehr Ausdauer wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Okay, wir kriegen auch da Leben. Wir kriegen für jedes Level-Up irgendeine Form Leben. Aber mal mehr, mal weniger. Die offensiven Sachen weniger als für. Das ist schon das höchste mit 35. Und Ausdauer ist 25. Ich würde gerne mehr HP haben. Und dann können wir immer noch einmal Körper nehmen für mehr HP. Und weiß nicht, was ich mit den Fähigkeitspunkten mache. Really? Habe ich einfach noch nicht gefunden. Stufe 8. Uchigatana. Dich brauchen wir auf jeden Fall nicht. Witzen Odachi. Du warst auf Kraft, glaube ich. Warum ist mein einer Langbogen eigentlich kaputt? Das verstehe ich noch nicht. Ich habe alles. Moment, du hast 100 Angriff. Auch wenn das hier nicht steht, sondern nur rechts. Die Banditenaxt. Oh, die habe ich jetzt schon auf einem Level ab. Auf einer Vertrautheit. Dann wird ein Statuseffekt verbessert. Sehe ich das richtig? Wenn ich ein Vertrautheitslevel abkriege? So sieht es zumindest für mich aus. Alter, haben wir viele Hände gefunden. What the fuck? Ich glaube, gelb ist besser als blau, ne? Wenn ich das so sehe. Wir haben jetzt weiß an. Aber halt weniger Stats. Weniger random Stats. Du hast einen neuen Gegenstand im Inventar gefunden, Elixier. Aha. Wenn ich Opfer da bringe, kriege ich nach und nach auch Gegenstände, okay. Guess. Also was denn Besucher rufen? Ochoko-Becher, einen kleinen Karangbecher für Sake, benutzt du ihn an einem Schrein, um ein Opfer dazu bringen, wird ein Besucher herbeigerufen, wenn der Besucher erscheint, nimmt er den Becher an sich.
Hätte ich meine Ahnung, wie ich hier irgendwie Multiplayer machen würde. Das darf ich wahrscheinlich nicht, wa? Ja, muss von der anderen Seite geöffnet werden. War irgendwie abzusehen. So, jetzt gehen wir mal den Geistigeist noch einen Rückweg. Wie viel Zucker ist denn in dem Ding drin? 6,6 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist weniger als Saft, oder? Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Okay, gibt es unten eklige Viecher, die hier rumrennen. Ah, hier wirklich keine Muni mehr. Gar keine Muni mehr. Okay, deswegen. Da ist wieder eine Erscheinung. Ich glaube, Rückkehr nennen die das. Habe ich jetzt auch ein paar hinterlassen. Sind wir mal ehrlich. Und wahrscheinlich zählen die nur, wenn du dein Dingens hast. So. So, hier plättet. Also, wenn ich meine Waffe gezogen habe, dann ist es eine Ausweichrolle. Aha! Und sonst ist es ein Dash, wenn ich ihn nicht gezogen habe. Gut. Hallo? Oh Gott! Wer bist du denn? Platt gemacht. Kannst du wieder deaktivieren? Nee, ne? Komm ich nicht durch? No! Ich dachte, ich kann den da noch hauen. Kann ich nicht. Fun Fact, kann ich nicht. Die sind oben drauf, die Schweine. Die sind oben drauf, die Schweine. Es gibt auch einen Cooldown, bevor man überhaupt wieder Energie sammelt, anscheinend links oben. Wenn man den, sag mal, Ultimate aktiviert hat. Ich glaube, Lumi würde den heilen, einfach nur damit sie ein blaues Aufblinken hat. Batz! Da ist auch der Kopf ab. Ich muss sagen, von der Optik mochte ich die Axt deutlich lieber. Wait, ich habe den schon wieder ready? Ach so, nee, je nach Energie, die ich gesammelt habe, hält der unterschiedlich lange, ne? Ey! Frechheit! Muss ich offensichtlich hier irgendwas aktiviere. So, komme ich überhaupt da oben weiter? Nee, ne? Bin so wieder hinten rumgerannt. Durchs Feuer sollte ich wahrscheinlich nicht rennen. Verbrannt, Lul. Was ein Lappen. So, das ist der Bereich. Moment, hier. Batz! Mehr Pfeile, sehr schön. So, da haben wir doch den Weg hier hoch gefunden. Auf die. Kann ich hier was machen? Aha! Cool, dass sie solche Interaktionen haben. Das finde ich nice. Drüben stehen noch Tybis und da hinten ist wieder so eine Yokai. Am Arsch, ihr Schweine. Hier geht's auch nochmal runter. Und hier ist noch einer zum Rückweg zeigen. Mein kleiner Freund.
Hier komme ich, glaube ich, gar nicht weiter jetzt so richtig. Ich muss hier runter. Will ich hier runter, ist die andere Geschichte. Sehr schön, die haben die Reinigung genommen. Er kommt auch direkt weiter angreifen. Okay, ich glaube, wir haben wieder so ein Thema von wegen mit mehr Zorn und so, dann sind die, werden die Yokai aktiv. So. Hier wird geknurrt hinter mir. Ah, das ist der Typ. Ja. Batz! Okay, ich habe ein bisschen Angst vor den Wiederkehrern, bin ich ehrlich gesagt, ehrlich. Wobei der, das ist eine Schwierigkeit, steht daneben, ne? Wie es scheint. Das Gefühl, die Speere sind ganz gut für diese Wiederkehrer, wegen der Reichweite. Wir versuchen das jetzt mal. Huch. Das Gefühl, viele würde spielen mit Speer. Das ist ja, okay, ja, die Speere sind super, super nützlich dagegen. Oh Gott! Den habe ich überhaupt nicht realisiert, dass der hinter mir kam. Ich werde im nächsten Leben wieder vereinsam. Alter, was eine düstere Aussicht. So, hier sind da bestimmt noch mehr Kackgegner, die mir hier ans Leder wollen, oder? Ah? Wurde ich irgendwie geheilt? Ich bin wieder weiter rumgestöhnt. Kann ich nicht aber die Waffe gezogen lassen? Ich würde die eigentlich gern nicht ablegen. Das macht aber irgendwie automatisch nach dem Kampf, glaube ich. Ist einer am Rumjuckeln? Oh. Okay. Pfeile, let's go. Das ist nice. Wenn die Geister nicht direkt erscheinen, diese Bosse, dann haben sie natürlich den Vorteil, dass du die von oben nicht einfach abpullern kannst. War? Wenn diese Yokai einfach in der anderen Dimension da rumjuckeln, da unten zum Beispiel. Ich kann einfach nicht auf Entfernung dem eine geben. Kann ich halt nicht. Vielleicht ein bisschen die Orientierung verloren. Aber der... Ha? Ach jo. Noch weiter weg, bitte. Oh no, das ist eine fiese Kombo. Lol, er ist runtergefallen. Der fällt auch runter. Kommen die alle zu mir gesprintet oder was? Sieht ein bisschen so aus. Dass die jetzt zu mir gesprintet kommen. Also zumindest finden sie den Weg. Das ist eine nette Änderung. Oh. Der müsste doch dann. Da ist er doch. Sehr schön. Ich habe nur noch keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Geld mache. Du liegst bis jetzt da unten, ja? Ernsthaft? Ja, dann machen wir dich halt platt. Wenn du da unten rumlungerst. Oh. Gut, aber wir haben ja unseren Special Move hier. Okay, der Special Move hat gar nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Der brennt aber noch, der Blut. Dämonenhorn mal eins. Haben wir ihn auch platt gemacht. Guck. Okay, die Dämonen sagen, kann man kaputt machen.
Manchmal gibt's da ja was drin, was, ne? Da muss ich noch ein bisschen durchrollen, nicht alles. Und ein bisschen aufpassen. Hier waren wir schon in der Ecke. Da sind zum Beispiel. Stimmt, die können wir mal ausrüsten. Wir haben ja noch eine zweite Fernkampfwaffe. Achso, das ist aber wahrscheinlich auch Ausrüstungsgewicht, oder? Nee. Steht nicht da. Steht nichts da von Ausrüstungsgewicht. Mehr Damage. Nahkampfschaden Yokai. Schaden gegen Amrita Fanatiker. Was auch immer Fanatiker sind. Parieren kann ich eh noch nicht. Von daher, whatever. Dann haben wir hier noch ein bisschen Ausrüstung bekommen. Das würde uns leichter und mehr Schutz geben. Außerdem Glück plus 17. Was auch immer Glück plus 17 ist. Ausrüstung und gibt mehr Ausrüstungsbilanz. Was auch immer. Also. Muss ja gut sein. Glück ist doch immer gut. Unbegrenztes Ninjutsu. Keine Ahnung. Verteidigung. Erhöhen. Schwert. Wurfwaffenschaden. Gegenstandsbilanz. Yokai. I don't know. Nehmen wir mal das. Wenn wir Yokai besiegen, kriegen wir mehr Loot. Hört sich eigentlich ganz geil an. Ausrüstungsbilanz plus 3,8. Yokai-Schutz. Verteidigung. Verteidigung. Windschutz. Leben. Sprint erhöhte Ausdauer. Durchbohrschutz. Yokai-Schutz. I don't know. Es sind so viele. Haben wir einen Anhänger bekommen? Statuseffekte. Feuerschutz. Yokai-Schutz. Ist da ein Limbo davor, wenn es gleich bleibt? Nee. Wenn reduzierte Feuerschaden über Zeit. 8%, 9%. Ist einfach besser. Ist doch in allem genau das gleiche, nur besser. Als der Amori. Und Pfeil. Oh, hallo. Im Timing habe ich glaube ich noch nicht so richtig drauf. Kayaku-Dama. Im Timing habe ich anscheinend noch nicht so richtig. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Bin ich auch wieder ehrlich. In die meisten Häuser kann ich glaube ich auch nicht rein. Oh, hier ist eine Abkürzung, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Und da ist ein Haus, wo ich wahrscheinlich nicht drin war. Ach doch, da war ich drin. Das ist das, wo ich runter bin. Da gab es andere Haus noch, wo ich nicht reingefallen bin. Da ist die auch hier. Haha. Da ist einer. Noch einer? Ist aus. So, ihr sitzt auch. Ich komm mal einfach raus und rein. Gut, dann ist das ja gar nicht so special. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas drin. Hier kommen wir nicht durch. Da oben ist noch so ein Dingsbums, hier ist noch ein bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hallo? Hier bin ich durch. Ja, hier bin ich durchgekommen, genau. Entschuldigung für die Leute, die vielleicht Motion stecken, das kriegen, wenn ich also die ganze Zeit die Gegend sprinte. Aber es ist ein flottes Spiel. Ich muss, glaube ich, nur noch ein bisschen die Game Mechanik ein bisschen besser kennenlernen. So, hier komme ich dahin. Ist der auch wieder verbrannt, der Typ da drüben? Verbrannt. Das war easy. Ich komme noch nicht an den Loot komplett ran, kann das sein? Oh Gott! Okay, ich kann es ausmachen, indem ich da. Okay, cool. Die Schmerzen, wie ein Brandbaum meinen Kopf mehr verbrennt hat, einfach nochmal.
Ich find's witzig. So, haben wir die alle platt gemacht? Da sind sie vorhin runtergefallen, ne? Genau, da ist nämlich auch eine dicke Loot-Truhe. Würde ich aber ganz gerne hier vorher die Abkürzung freischalten. Als drittes, zack. Da ist noch ein Yonkai. Ich will die ganze Zeit Yonkai sagen, weil es auch Yonkai Star Rail ist. Okay, ich kann ja auch einfach. Und einfach hier runter gehen und einfach mal reinlaufen, wa? Sehr schön, ohne Hit diesmal gemacht, den Typen. Wir haben uns ja vorher schon mal ein bisschen ins Gesicht getreten, wir heilen mal wieder ein bisschen. Hier haben noch eine dicke Truhe, die will ich noch haben. Ich vermute, da ist ein garantierter Loot dann drin, in einem gewissen Rahmen. Geisterstein, ich vermute, der Geisterstein ist das garantierte Ding, das man da immer kriegt. Und halt noch ein bisschen Louis-Loot. Wir hatten noch am Anfang einen Typen. Der verbrannt war, den wir wiederbeleben könnten, um ihn zu machen. Wenn ich denn noch wüsste, wie ich da zurückkomme jetzt. Vielleicht bin irgendwo runtergesprungen. Ich muss nach hinten hier. Kann ich springen, ne? Ich glaube, ich komme nicht mehr zu dem. Und Teleport gibt es, glaube ich, auch nicht. Von daher müssen wir wohl zum Yokai da vorne. Hier, der vorne auf der Brücke ist. Der hier. Der gute Mann hier. Hallo. Ein bisschen eng hier, um dich zu bekämpfen, ehrlich gesagt. Wie viele Toten sind wir denn jetzt schon? Bei 7. Eie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 
Das ist krass, wenn man die runterschuschen kann. Dann kann man sie ganz schön fisten. Was noch Pfeile? Dass du mit dem Fernkampf auch nichts, also nicht so wirklich arbeiten kannst, außer du zielst halt selber. So aktiv den Fernkampf einsetzen ist irgendwie gar nicht so. Ich bin voll Idiot. Ich bin ein absoluter Vollidiot, aber hier ist die Abkürzung. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Gib mir mal mein Zeug wieder. Mein Grab. Wo bekämpfe ich den Yokai am besten? Ja, ihr beiden, ihr triggert doch, wenn ich hier irgendwie rumdashe. Das ist nicht ganz so schlimm. Moment, ich habe die andere Sache auch runtergekickt, glaube ich. Den großen Teil, du. Ja, das Zwischenatmen ist schon ziemlich wichtig nach dem Angriff. Das ist schon ziemlich wichtig, auch gegen den Yokai, sonst kannst du nicht mehr dashen. Der hat mir irgendwie übel ins Gesicht getreten. Und ich weiß nicht genau, wie ich das, oh Gott, verbessern kann. Fuck. I don't know if I want to be here. Pff, er trifft mich trotzdem, wo ich ausweiche. Scheiße. Ja, es liegt halt da unten, wa? Hinter dem Yokai. Das ist so kacke. Das ist ja komplett kacke, wo ich das hingelegt habe. Habe ich irgendwie eine sinnvolle Abkürzung, wenn ich hier rüber gehe? Nicht wirklich, ne? Ich muss bei dem Typen da hinten, glaube ich, irgendwie hoch. Ja, genau. Danke. Ich sterbe schon wieder an dem. An den einfachen Heini Heinz. Meine Jüde. Fuck. Den habe ich Insta gehabt? Jetzt bin ich hier. Was habe ich jetzt für ein Wasser links oben? Jetzt irgendein Wassersymbol. Ich habe irgendeinen Wassereffekt auf mir. Ich Idiot. Komm raus. Komm raus aus deinem Scheißhaus. Bei dem. Das liegt wahrscheinlich in der Stance, wa? Okay. Tja, ich hab's jetzt dahinter runtergelegt. Du hast die Bedingung für den Titel erfüllt, geh zu Titeln wieder. Aha. Deine Rufstufe ist gestiegen, du hast Rufpunkte erhalten, deine verfügbaren Rufpunkte kannst du unter Titel einsehen.
Oh, hier Fähigkeiten erlernen. Ich könnte kotzen. Ich könnte so hart kotzen. Auszeichnung, Titelliste. Ich habe irgendwas. Dämonentöter? Nope. Kannst du mir nicht einfach anzeigen, was ich habe? Schleicher. 50 Feinde von hinten angegriffen. Ah ja, cool. Spieldaten, Rufzusammenfassung. Für Rufpunkte kannst du Rufboni erhalten. Nachdem du einen Bonus gewählt hast, wird der entsprechende Eintrag in der Liste ersetzt, dann kannst du den nächsten Bonus wählen. Das ist einfach Perma-Level-Ups. Rufpunkte Agio. Glück. Okay, Rufpunkte Ugyo. Agio, Ugyo, reduzierte Fallschaden, Goldbilanz, Jutsu-Kraft, Nahkampfschaden, Mensch. Okay. Ich bin irritiert. Was habe ich hier? Tutorials. Reinigung. Durch Reinigung betreffende Gebiet entfernt. Durch die vollständige Reinigung des Kies mit einem Key-Impuls reagiert das Key in dem Gebiet. Diese Reaktion ist stark genug, um eine Manifestation des Yonkai-Reichs zu bereinigen. Rüstungsgewicht. Ah ja. Ihren Status aus, um das Gewicht einer aktuellen Ausrüstung einzuholen. Je mehr Gewicht du trägst, desto mehr Key verbrauchst du. Wenn du mehr als das Maximalgewicht trägst, steigt dein Kieferverbrauch stark an. Verbessert deine Ausdauer und Stärke, um das Maximalgewicht zu erhöhen. Eine schwere Rüstung weist meist auch eine hohe Zähigkeit auf, was sich in ihrem Zähigkeitswert widerspiegelt. Je höher der Wert, desto weniger Kie verlierst du durch feindliche Angriffe. Die Zähigkeitswerte sind in drei Klassen unterteilt. Von den niedrigsten zur höchsten sind es gelb, grün und blau. Je höher die Zähigkeitsklasse, desto wirksamer die Rüstung. Eine schwere Rüstung ist natürlich nicht immer die beste Wahl. Durch deine schwere Rüstung bist du zwar besser geschützt, aber wirst auch weniger beweglich. Wenn das Gewicht deine Grenzen überschreitest, wird dich stark behindern. Menschen und Dämonen trennt nur ein äußerst schmaler Grat. Wer seine Gefühle aus Kontrolle geraten lässt, findet sich womöglich verwandelt wieder. Man könnte sagen, dass in uns allen ein Dämon lauert. Die rastlosen Seelen derjenigen, die von den Wirren des Krieges erfasst wurden, sind besonders gefährdet. Einst friedliche Lande werden inzwischen von diesen Verwandelten bevölkert. Tja. Ich wollte eigentlich was anderes machen, wo das Ding kam. Ich wollte hier eine Animation beschleunigen. Ich wollte das Reiseamulett benutzen, um mal versuchen, mein Zeug zurückzuholen. Wo ist es denn da? Hä? Ich hab's aktiviert! Meine Fresse! Eieieiei! Uff! Ah, ich habe ein paar Stufenaufstiege. Für mehr Ausdauer zum Beispiel. Ausrüstungsgewichtsverhältnis. Kann ich das zweimal machen? Jo, kann ich das zweimal machen. Let's go. Mehr Ausdauer. Hauptfahrt da bringen. Jetzt können wir den ganzen Scheiß weghauen, den wir eh nicht mehr brauchen. Wir haben nur schwarz. Dark. Axt. Große Angst, wenn ein Kampfgebot angepasst wurde. Durch ihr prächtiges Gewicht ist die Waffe schwer zu führen. Ein ehemaliger Forstwerkzeug ist sehr einfach gearbeitet, besitzt jedoch erhebliche Zerstörungskraft. Ein Schwert aus den Provinzen ist länger und stärker gekrümmt als ein Ushigatana und daher von allem für Abwehrzwiebel geeignet. Ich brauche auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. Okay, dann können wir noch ein Elixier für. Ich muss mal bei den Bögen gucken, ob ich das irgendwie ersetzen will. Das ist eine schlechtere Variante von der anderen Axt. Weil bei Waffen ist schon der Angriffswert entscheidend, wa? Jetzt ein Ichimochi. Hier. Angriffskraft wird auch stärker, wenn man die lang genug führt.
Bogenschaden, Volltrefferbonus. Okay, ausgerüstete Sachen kann ich nicht opfern. Halten wir das mal fest. Gewicht ist wahrscheinlich gar nicht so kacke, das niedrig zu kriegen. Noch ein Elixier gekriegt für Pirat Eldo. Kriegsherr. Wir machen mal die ganzen Weißen auf jeden Fall weg, die wir hier von irgendwann noch haben. Und Stufe 1 Sachen. Habe ich das nach... Nee, ist nach Neueste sortiert. Stärke, Seltenheit, Typ, Stufe. Ah! Heiliges Wasser, okay. Ist jetzt alles nach Stufe sortiert? Sehr schön. Dann können wir nämlich sagen, wir machen alles unter Stufe X weg. Sehr, sehr geil. Du bist einfach nur schlechter als die anderen beiden. Stufe 4. Ich glaube, viel höheres Level kriegen wir halt noch nicht. Haben wir jetzt noch eins? Nee. Müssten noch einiges. Weil wir könnten wahrscheinlich hier Dings poppen. Für 500 kommen wir noch ein Level ab. Und wir haben noch ein paar von den Gegenstände. Hier können wir 500 benutzen. Ein. Genau, jetzt können wir noch ein Level abmachen. Ach, B. B ist bestätigen, Japaner. Können wir nochmal eine Stärke hochnehmen. Welches Level sind wir denn dann eigentlich? Steht das irgendwo? Achso, und den Segen? Können wir vielleicht den Segen wechseln? Wir haben, glaube ich, noch ein paar andere Varianten jetzt. Kodama-Segen erhalten. Heilersegen, mehr Elixier, Häufigkeit von gefundenen Materialien, Rüstung, erhöht die Amrita-Menge um 5%, der Level einfach mehr. Aktuell brauche ich die Heilung noch ein bisschen, muss ich mal so sagen. Stufe 6. Ich glaube, wir sind höher als Stufe 6. Jetzt zieht trotzdem rein, okay. Scheiße. Haben wir aber hingekriegt. Aber aua. Aua, aua, aua. Erstmal nochmal beten gehen. Der tat weh. Trotzdem das Gefühl, dass wir hier oben rum die bessere Variante hatten, als unten rum zu stiefeln. Progress ist nur ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich komme aber auf kein anderes Dach. Rum. Da was Besseres? Ich komme hier irgendwie an eine bessere Stelle. Ich komme hier halt ganz rum. Da stehe ich aber vor dem Typen einfach nur. Direkt neben dem ist aber der Aufgang, den ich brauche. Um hier weiterzukommen. Die Abkürzung habe ich irgendwie noch nicht so. Die fühle ich noch nicht so. Oh Gott.
Das ist ja traurig gewesen. Das ist ja doppelt traurig. Das war ja doppelt und dreifach traurig, was ich hier gemacht habe. Das war ja doppelt und dreifach. Moment, wo muss ich jetzt hin? Ich muss einmal hier rüber. Und dann hier. Hoch. Ja. Habe ich wieder mein Ultimate-Dingsbums. Frage ist, ob das mir viel nützt. Doch, das bringt einiges. Das macht ganz schön gut machbar. Kann man auch ziemlich häufig angreifen mit dem Ding. Hätte ihn wahrscheinlich hier auch ins Feuer locken können, wa? Da ist Loot unten. Oh, hallo. Es ist hier einfach sauer am Rumdumpeln. Da gibt's einen Aufgang. Wer ist hier auch noch sauer? Hier ist noch mehr sauer. Also ich verstehe, warum die Leute den Speer benutzen, aber dass ich hier irgendwie alle sehe, die es den Speer benutzen, will ich den Speer gar nicht benutzen. Wenn irgendwie jeder Speer benutzt am Anfang. Frage ist, wie ich vielleicht das mache? Es ist deutlich schneller. Die Haltung von unten. Warum bist du hier gestorben? Blutiges Grab von Yoki aufgeschlitzt. Von Yoki? Achso, von dir. Diese mit dem Stiel zu Hause irgendwie. Es ist cool und gleichzeitig merkwürdig. Okay. Ja, da habe ich wieder. Das hat gar keine Reichweite mit der Stance. Das ist echt ein bisschen meh. Amamori-Anhänger haben wir hier bekommen. Ist einfach in die Falle getappt, der Typ, ne? Amamori-Anhänger, Verteidigungsverstärkung 6, Lokai-Schutz 23, Schatzgespür. Was bedeutet... Ups, das war der falsche Trigger. Was bedeutet denn Schatzgespür? Zeigt die Position nahe Schätze auf Kompass. Hört die Wurfgeschwindigkeit beeinflusst von Yayakayaku-Drama. Das tut's eigentlich ganz gut. Ein Verteidigungseffekt Geist. Ich probier mal. Der Minimap, Schätze. Okay. Hallo. Ich sehe da jetzt was angezeigt tatsächlich. Direkt zu uns geführt. Okay. War ein böser Bube. Er hat das ganze Dorf verarscht anscheinend. Hier B, umwerfen. Ah! Wieder eine Abkürzung freigeschaltet. Nice. Wie kann man hier durch? Okay. Oh, hallo.
Wait. War ich da schon? Hätte ich da schon hingekonnt? Nee, oder? Nee, das ist ja der Weg von der anderen Seite. Okay, da war ich noch nicht. So, die Abkürzung haben wir uns mal wieder auf den Dächern. Das Gefühl, ich habe nur so viel nicht gelootet, was ich hätte looten können. Ach, dammit. Ah, daran sind die gestorben. That's the problem. Stufe 8. Okay, bekämpfen. Und Yuki geschlitzt. Oh no. Ich glaube, ich will hier die haben. Die hat mehr Reichweite, die Stance. Genau dafür. Jawohl. Der zweite Hieb, den weichen sie nicht aus. Die NPCs. Sehr schön. Können wir noch einen machen? Ist auch von Yuki aufgeschlitzt worden wahrscheinlich. Von Bewohner totgeschlagen. Von Bewohner? Was heißt denn von Bewohner totgeschlagen? Reiseamulett. Ah, wir haben wieder eins bekommen, sehr schön. Was blöd von Bewohner totgeschlagen? Also wir sollten mal unsere Skillpunkte benutzen, ne? Die habe ich ja vorhin entdeckt. Halb Haut Stopp. Das ist es nicht. Fähigkeiten erlernen. Axt. Der Gegner, dessen Ki erschöpft ist, wird gepackt und mit der ausgerüsteten Waffe durchbohrt. Kralle. Samurai-Fähigkeitspunkte. Haltung, Ki-Impuls, Yokai-Reich reinigen. Kraftfluss. Der Wechsel in eine andere Haltung bei einem erfolgreichen Ki-Impuls erhöht die Menge des regenerierten Kis. Ja. Du wirbelst deinen Körper und deine Axt herum. Wutschleuder. Kraller. Hart wie Stein. Nur verfügbar, wenn die Axt in der Scheide steckt, erhöht die Verteidigung auf Kosten der Geschwindigkeit. Y bei einem Gegner ohne Ki. Befehl Y halten. Der Wechsel an unserer Haltung erhöht da. Okay. Wie kriegen wir, wenn du während des kraftlos die Haltung wechselt? Ja, darf ich nicht lernen. Hart wie Stein. Fähigkeit an, du schwingst deine Axt über dem Kopf und rammst sie in den Boden, woraufhin eine Schockwelle Schaden in der Umgebung verursacht. Befehl. Der Befehl für diese Fähigkeit ist bereits einer anderen Fähigkeit zugewiesen. Möchtest du diese Fähigkeit ersetzen? Zusätzliche Konfiguration. Okay, ja. Das wird das Y halten. Okay, da fehlen Missionen für. Okay. Darf ich also noch nicht so einfach lernen. Du erhält 7 Schurigen bereit. Schurigen ist einfache Wurfstände der Ninja. Du kannst 3000 Galnusbrühe bereithalten, auf Waffen aufgetragen, verletzt und Gifteffekt. Aha. Hältst 2 Feuertalismane bereit, dieser magische Gegenstand beschwört Flammen herauf, die den Buff umgeben. Hältst 2 Wassertalismane bereit. Kann ich die Elementsachen boosten? Ja, wir können auch ein bisschen Speer machen, wa? In den Leben treibt man nur weniger Fett, steigt im Nahkampfschaden. Jetzt haben wir keine Skill Points mehr. Fähigkeit Anpassung. Kralle von hinten nicht gelernt. Nicht erlernt, am Ende einer Combo. Nicht erlernt, nicht erlernt, nicht erlernt. Okay. Okay, wir haben aber unterschiedliche Fähigkeitenpunkte. Hier haben wir 2 für. Wir haben ja Omnio-Fähigkeitenpunkte. 3 Entkräftungsanwendungen bei Benutzung wird die Angriffskraft des Gegners geschwächt. Hört sich eigentlich ganz cool an. Heilung des Gegners geschwächt. Dann haben wir hier noch Punkte. Wurfsterne, Galnusbrühe, Gifteffekt, Absorbiertgift,
Lähmung. Probiert Lähmung. Für die Menge des heiligen Wassers, sobald du trinkst, sind 2. Du kannst 2 Kraftballen Kraft steigern. I don't know. Einfach mal wild gelevelt. Die auch mal ausgegeben haben. Wird ja nicht besser, wenn wir die behalten. Da haben wir mal drin. Achso, ich wollte hier noch gucken, ob ich hier dich noch machen kann. Von Bewohner totgeschlagen. Welchen Bewohner denn? Oh oh. Ein Damage gekriegt, aber das ist ja insgesamt gut gelaufen. Das wechsle ich mal wieder. Okay, wenn wir die Haltung wechseln, kriegen wir mehr Ausdauer zurück jetzt. Was dazu führt, wir sollten eigentlich die Haltungen wechseln und nicht immer ein Skill spammen. What? Heiliges Wasser, sehr schön. Nach Hause, kleiner Kerl. Er sagt mir im Prinzip, dass hier in der Nähe so ein Geist ist, der nach Hause will. Hallo? Du bist nicht der Geist, den ich gesucht habe. Der neue Move. Maximale Vertrautheit erreicht für Holzhammer. Nice. Bringt mir das irgendwas? Außer dass ich mehr Damage und Stats habe auf dem Ding? Momentan ist mir. Okay. Hier ist es nicht. Und hier ist wieder eine Abkürzung, die ich noch nicht aktiviert habe. Du. Ich drücke immer den Trigger hinten. Hey! So haben wir nicht gewettet. Kann ich laufen während ich? Doch, kann ich. Aha! Idiot! Hey! Moment, ach ne, das war die XP. Oh, ich dachte, schießt das auf mich. Da ist ja auch noch einer. Den ich von hier aus treffen kann. Bringt mir, glaube ich, nur genau gar nichts. Och, bringt mir was. Tatsächlich bringt mir das was. Oh, hallo. Oh Gott. Der war schneller, als ich dachte. Nicht ins Feuer, please. Nicht ins Feuer, please. Zack. What? Der war die Animation doch schon am Starten. Oh Mann. Zack, zack und wird einfach geschnetzelt von dem Viech. Meine Jüde. Da habe ich ja ein bisschen verkackt. Also ist die Heilung hier immer wieder redroppen, ist eigentlich ganz cool. Das ist eine andere Variante. Du musst halt quasi looten. Wirst du auch ermutigt, permanent zu benutzen. Hier ist niemand drin. Du bist ja fast schon zu nett, um wahr zu sein. Oder würde sein Schwert glühen? Oh, Chocobecher dreimal. Da oben ist noch. Da oben. Wir müssen hoch. Da ist der kleine Kerl, auf den sie es hingewiesen hat. Wie komme ich aber da hoch?
Hall. Hallo? Hoch? Da ist ja auch noch irgendwie rumgedümpelt. Muss ich ganz außen rum? Kann das sein? Ich voll. Achso, jetzt bin ich hier. So komme ich, glaube ich, hoch. Hier habe ich den schon platt gemacht. Durchsuchen bitte. Sturzangriff auf X oder Y drücken. Das habe ich schon. Das Thema hatten wir schon. Abwärtstritt. Schwörerkerze. Was macht die denn jetzt schon wieder? Okay, komme ich aber gar nicht zu dem. Doch, da. Klar, ich bin blöd. Hab ich einfach vergessen. Passt, dass er hier war. Hallo, mein kleiner Freund. Bin mal zurück. Jetzt muss ich ja wieder runter, ne? Ja, genau, jetzt komme ich nicht mehr hoch. So, versuchen wir dich nochmal. Stufe 9 von Gesetzlosen aufgeschützt. Der Move ist ziemlich nice. Dieses Packen und einen ins Gesicht drücken. Kann ich jetzt gerne weiternehmen. Okay, auf dem Boot geht's, glaube ich, zum Ende. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch einiges verpasst an Bereichen in der Stadt. Erstmal ist der Typ hier oben gestorben. Irene ist mein Held. Tödlich gestürzt. Oh, ich hab gar keinen Key mehr. Alter Shit, das hat lang gedauert zu regenerieren, weil ich echt Kacke gemacht habe. Das hat lang gedauert zu regenerieren. So, hier komme ich noch drauf, da war ich noch nicht. So, komme ich hier irgendwie an der Stelle, wo ich noch nicht war? In dem Haus war ich. Bei dem war ich auch. Hier habe ich das. Wie komme ich denn in den oberen Bereich von. Eine Karte gibt's nicht, ne? Eine Karte gibt's nicht. Hallo. Saburo, der was bitterer? Hör auf mich zu schnetzeln! Was ist denn das für eine Kombo? No! Oder? Lass mich doch! Das ist ja smart. Diese kurzen, schnellen Kombos, ey. Wow. Wie komme ich da hoch? Ist das hier über das? Den Bereich? Dass ich hier irgendwas übersehen habe. Der wird wieder rumgestöhnt. Das der, den habe ich schon gemacht. Den habe ich mal erledigt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss hier oben noch weiter. Wer hat mich jetzt geargwohnt? Hallo? Ist das nicht der obere Bereich von dem? Ich glaube nicht. Nee, da war ich auch schon.
Ich habe noch eine Beschwörerkatze bekommen, da muss ich noch gucken, was das bedeutet. Ich muss dann die ganzen neuen Items nochmal durchgehen. Hier komme ich wieder nach oben auf die Häuser. Oberer Bereich ist aber nicht das hier, oder? Doch, das ist das. Hier war ich einfach schon. Den muss ich gar nicht mehr klären. Den muss ich nicht mehr klären. Aber da habe ich trotzdem irgendwo... Hier war doch noch so ein Heimschick-Ding. Oder? Bin ich da gerade verwirrt. War das nicht hier hinten irgendwie in der Ecke oder so? Auf der anderen Seite? Da ich nicht springen kann. Ich glaube, ich konnte da irgendwie noch auf die Häuser kommen. Aber das ist von da unten. Das ist nicht von hier oben, wenn man auf die Häuser kommt. Halt. Ich will eigentlich jetzt... Nee, ich will nicht hier zu dir. Ah, ich muss wieder irgendwie zurück über die... Oh, halt, stopp. Ich muss, glaube ich, hier hoch. Ist ein bisschen schwierig zu navigieren, das Ganze. Aua! Ja, da hier lang wollte ich. Hier lang wollte ich. Hier so lang, hier so lang, hier so lang. Oh, hallo. Da komme ich aber nicht hin. Ich muss hier runter. Um da hinzukommen. Und hier hinten da rein, um hochzugehen. Oder halt jetzt von der anderen Seite auch, aber... Das ist trotzdem immer noch die Stelle. Warte mal, ich hab da irgendwas vergessen, oder? Habe ich wohl nicht. Insgesamt. Sorry Leute, dass ich da ein bisschen... Verdammte Kacke. I got jebaited. Nee, hier sind wir bei den Häusern. Das ist irgendwie auch falsch. Nicht. Einfach nochmal reingefallen. Einfach nochmal reingefallen. Ich muss sagen, ich glaube, ich mag die Mio Mio Lemon plus Koffein. Das ist, glaube ich, eine gute Variante zu einem... Ups, falsch. Zu einem Energy Drink, weil es nicht so krass süß ist. So, wait. Müssen wir hoch? Bin man hier auch irgendwie reingegangen, aber nicht hier weitergegangen, oder? Ach doch, sind wir. Ja, wir müssen halt wahrscheinlich hier lang. I guess. Geil. Nicer Hit. Nicer Hit, actually. Kommst du ran? Du hast eine geile Axt. Einfach kaputt hauen. So, da haben wir noch Alex hier gedroppt. Da links sitzt einer, der glaube ich, der ist glaube ich tot. Halt! Loot, 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 loot! Muss weg vom Schiff. Okay, das Schiff ist wohl das Fiese. Noch ein Alex hier. Mit dich mit. Oh, hallo.
gedacht, da habe ich irgendwas gesehen, was leuchtet. Na, kleiner Mann, du musst zurück. So, jetzt können wir die Abkürzung, glaube ich, als erstes machen, die in der Richtung ist. Seht ihr das, wenn ich zu nah zum Schiff gehe? Ich hoffe nicht. Weil ich will den Loot eigentlich hier einsammeln. Das Ding haut deutlich mehr rein. Und auch gegen Helme. Haut das deutlich mehr rein. Salz gelootet. Holzhammer, Elixier. Ah, da geht's auf. Das muss von der anderen Seite geöffnet werden. Also muss von oben irgendwie runterhüpfen. Gut, dann müssen wir halt mal da hochgehen. Rufen wir mal erstmal die Abkürzung auf, damit wir hier endlich bis zum Ende gehen können. Und wir nehmen dich noch mit. Hallo. So. Lü. Fähigkeit Jutsu bereit machen wurde freigeschaltet. Jutsu bereit machen. Medizin, Antitoxinpill. Du kannst 3 Antitoxin bereit halten, nach der Einnahme absorbiert das Gift, und dann wieder Stück im Gift. Entkräftungstalisman. Du kannst 3 Entkräftungstalisman nehmen. Warum darf ich die nicht benutzen? Jutsu kosten gesagt. Achso, muss ich das hier rausnehmen? Aber hab eh noch keine Jutsu. Okay, kann nur das. Okay. Du kannst die Bindung für Jutsu-Gegenstände festlegen. Okay. Binden. Aha. Achso, das hier. Eine spezielle Kerze, die Schutzgeist und Amrita aus Gräbern herbeiruft. Dieser Gegenstand wird aus natürlichem Wachs aus Früchten gefertigt und alle 8 Jahre einmal sprießen. Da kriege ich mein Zeug zurück, ohne hinzulaufen, I guess. Ruft einen Schutzgeist herbei, der für kurze Zeit deine Feinde angreift. Moment, Talisman. Hält Wasser aus der Unterwelt. Der Krug selbst besteht aus in der Unterwelt gewonnenen Ton, da dieses besondere Wasser in keinem gewöhnlichen Material aufbewahrt werden kann. Wenn du den Krug wirfst, öffnet sich ein Portal zum Yokai-Reich. Kann ich Yokais einfach holen? Schärfe und Klingen erhöht die Vertrautheitsgrade um 150. Japanische Wetzsteine sind von höchster Qualität und werden nicht nur zum Schärfen von Waffen, sondern auch zum Polieren von Metallspiegeln verwendet. Aha. Ich glaube, sonst haben wir jetzt erstmal nichts Neues. Achso, ja, die ganzen Items. Immer hast du den Stufenaufstieg. Wir machen erstmal die beeinflusst die Stärke deines Schutzgeistes. Yokai-Schutz, Schutzgeistbindung. Omyo-Magierkraft. Stärke. Stärke it is. Und wir bräuchten nochmal nicht mal 200. Noch ein Level up. Da sollten wir doch nochmal so ein kleines Steinchen. Irgendwo kleine Steine hier. Nutzen. Ich glaube, 2 brauche ich. Stufenaufstieg. Machen wir nochmal Körper für mehr HP. Jetzt müssen wir mal die ganzen Ausrüstungen durchgucken, die wir gekriegt haben. Also unser Holzhammer ist inzwischen auf 170. Er ist natürlich schlechter, weil er weniger Vertrautheit hat. Krallenschaden, niedrige Haltung, KI-Reduktion. Verteidigung, tiefe Haltung. Amrita, Schaden gegen Amrita-Fanatiker. Witzen und Dachi. Das scheint aber ganz gut mit dem zu skalieren, dass wir hier. Macht mehr, deutlich mehr Damage als der Dingensbums. Schaden gegen Rückkehrer, Brechen plus 6. Will ich mich eigentlich schon. Langbogen. Der Langbogen ist schlechter. Bogenschaden, Volltrefferbonus. Schaden gegen Rückkehrer. Ich einfach deswegen tauschen. Blundenschloss. Fußsoldat, da haben wir glaube ich nichts Neues.
Fußsoldat, M-Dojo. Wir haben Schadensreduzierung, Verteidigung, KI, Blitzschutz. Key plus 4. Was ist Key plus 4? Verteidigung, Durchbruchschutz, Schadensreduktion. Das ist ein bisschen sehr flach. Dieb, KI-Angriff von hinten, Schadensreduktion, Speer, Schadensreduktion, negative Effekte. Amrita-Bilanz, Key plus 4. Verteidigung, Durchbruchschutz. Schadensreduktion, negativen Effekt erlitten. Keine Ahnung. Leben, Feuerschutz, reduzierter Fallschaden. Nee, ich glaube, ich jetzt erstmal so lassen. Fußsoldat. Gegenstandsbilanz, Yokai-Wurfschaden, unbegrenztes Onmyo. Erhöhte Widerstand gegen Erdangriffe, ganz gleich wie viel Onmyo-Gegenstand du besitzt, dein Vorrat ist einfach unerschöpflich. Aber plus 3,5%, was bedeutet das 3,5%? Ich verbrauch's 3,5% nicht. Schaden mit bloßen Angriffen ist Bullshit für uns. Angriff plus 5, Schadensreduktion mit bloßen Händen. Gegenstandsbilanz, Yokai-Wurfschaden. Banditi Zaro, Ausrüstungsbilanz, Yokai-Schutz, Verteidigung, Durchbruchschutz, Yokai-Schutz. Ist aber auch sau viel schwerer. Entschuldigung. Das ist nicht so sau viel schwerer. Schadensreduktion, Verteidigung, Amrita-Bilanz, Autoregeneration. Hier oben anfangen. Wir haben Schadens- und Verteidigung, Yokai-Schutz, Ki-Durchbruchschutz, höhere Laufgeschwindigkeit plus 7%. Yo, what? Das ist eigentlich ganz geil. Schneller laufen. Yokai erhalten Amrita. Schurke macht mehr Schutz, Verteidigung, Ki-Ausrüstungsbilanz von Yokai. Ich vermute mal, es ist blau, auch weil es ein seltener Stat ist. Goldbilanz, Amrita-Bilanz. Okay. Und wir sind jetzt bei 60%, das ist immer noch voll in Ordnung, glaube ich. Antioxidanzpilz, warum habe ich die zweimal? Wait. Hier wird auch mein, gut, jetzt nochmal nachgucken, mein Elixier vorher. Reiseamulett, das ist die Explosion. Alter, wie viele Items es gibt. Achso, den habe ich ja gar nicht benutzt. Ne? Zwei Samurai-Fähigkeitspunkte. Die verliere ich ja eh nicht. Also kann ich die aber benutzen. Warum habe ich hier noch Sachen als neu markiert? Okay, den benutze ich eh nicht. Schwarzstahl-Axt 159. Fähigkeitsschaden, Todesschussschaden, Fähigkeitsbrechen. Scheint insgesamt besser zu sein, aber wir müssen es erstmal hochleveln. Ich glaube, nur wenn wir wirklich damit angreifen, leveln wir da irgendwas. Tiefe Haltung. Ja, einfach nur weil es epischer aussieht, nehmen wir das mal mit. Der hat auch Stufe 3 Vertrautheit potenziell. Jumonji-Speer. Holzhammer. Ja, die Banditen ist sogar schon besser, einfach nur weil sie eine Stufe höhere Vertrautheit hat. Nicht 159, 165. Hat aber weniger Stats. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal die ganzen Sachen verkaufen. Opfer da bringen, damit wir auch neue Sachen kriegen. Holzhammer. Nicht in die Vermutungslage geschickt. Okay, wir haben mehr Elixier, als wir mitnehmen können. Krass. Pirat L, Dieb L, Speer L, Fußsoldat.
Wir haben schon Stufe 9 Sachen gefunden. Nicht das Gefühl, dass wir die Sachen wirklich aufheben müssen, bin ich ehrlich. So viel Stuff, wie man hier permanent kriegt. Hab ich nicht, dass alle Gegenstände ist das hier okay. Wie viel haben wir jetzt? 900 und brauchen 3000. Schutzgeist wechseln kann ich nicht, weil ich kein ein... Was? Benötigt Geist 6, benötigt Geist 7. Benötigt Geist 9. Fähigkeitsschaden. Aber ich krieg Fähigkeiten dazu, wenn ich das, wenn ich Geist level durch meinen Schutzgeist. Feuerelementar der Legende nach bringt ein Wölfin, die im ersten Monat der Trächtigkeit von einer Sternschnuppe getroffen wird, ein Kato zur Welt. Diese feuerfressenden Hunde sollen der Grund für die Waldbrände sein, die durch Blitze entfacht werden. Kato gelten als Vorboten von Hausbränden und anderem Unheil und werden als Diener des Feuergottes verehrt. Oh. Jetzt sehen wir wieder ein bisschen schniekiger aus. Achso, jetzt sind die ganzen Typis wieder da, wa? Noch Loot sehe ich gerade. Und genau, das geht nämlich nur von innen zu öffnen, das Haus. Easy peasy, lemon squeezy. Öffnen. Da waren die ein Monster! Plattenrüstung. Nice. Okay. Das ist ein relativ wide swing. Okay. Moment, hier war noch dahinter irgendwie Loot. Hinter dem Haus war Loot. Das habe ich jetzt gerade noch gesehen. Bin ich anscheinend nicht ganz bis rumgelaufen das letzte Mal. Okay, es gab einfach nur ein bisschen Amrita. Die Amrita, die brauchen wir. Für mehr Ritters. Hier noch irgendwie nach links weiter, das habe ich gesehen. Ey. Ich glaub's sagt. Komm mal her. Oh, aua. Hör mal auf damit. Das ist unangenehm, was du da machst. Ja, schön reingerannt. Jetzt schließt wirklich nochmal durch, ja. Jetzt zieht nochmal rein. Kombo-Mechanik ist irgendwie. Bin da nicht richtig drin. Da muss ich mir noch mal ein bisschen mehr Kombo-Mechanik geben. So ist die Frage, ich zum Schiff, da ist das, wo es wahrscheinlich böse wird. Auf der anderen Seite sind das ja üblicherweise die Eingänge. Ist das ein Eingang zum Bossgebiet? Geht es auf jeden Fall weiter. Dann müssen wir doch nochmal das Schiff erkunden, wenn es hier weitergeht. Was sehen wir da? Finden wir wahrscheinlich noch irgendeinen Zwischenboss. Können wir wetten, woran der gestorben ist? Ertrunken. Nee. Ich hab wieder vergessen, meinen Key zu regenerieren. Zonk! Mein Freund. Zonk. 13 Ruhm erhalten. Ochoko-Becher haben wir da bekommen. It was supposed to be an easy job.
Leicht verdientes Geld. Es ist nicht geworden. Ha! Zwischensequenz. Das war so klar. Ich sehe wieder nichts. Okay, und irgendwo ist da so ein übelstes Monster drin. Wahrscheinlich eine Seeschlange oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Moment, der sieht eigentlich aus wie die, die wir schon gekämpft haben, die ganze Zeit. Ah, nicht ganz. Never mind, der hat noch ein paar andere Mutationen. Und einen riesen Kugel hinten dran. Aua. Aua, aua. Oh no. Das ist ja kacke. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss echt aufpassen. Holy fuck, ich muss heilen. Ich wollte ausweichen. Dem kann ich nicht ausweichen. Ich wollte dodgen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, ich würde doch den Medium Stance lieber nehmen. Ah, du bist. Da bist, steht noch einer. Du bist ja ein Easy Boy. Du kommst her. Das ist okay. So, aufgelevelt. Ich muss in die Arena, um mein Zeug zurückzuholen. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Wo ist es denn da? Es ist. Wie weiche ich denn dem aus, ey? Okay. Hat er sich irgendwie hingesetzt? Wow, wow, wow. Ich will nicht, dass er den Move macht eigentlich, weil den kriege ich nicht ausgewichen ordentlich. Ich weiß nicht, wie ich den ausgewichen kriegen soll. Diesen Dreher. Krieg den nicht ausgewichen! Geht nicht! Also diesen Parryen, wa? Ah! Völlig vergessen, dass es das auch noch gibt. Aua. Aua. Can you please stop it? Ich muss einen Dreier-Attack machen. Au, what the fuck? Oh no, ich bin dead. Ich bin sowas von dead. Jupp. Da habe ich alle meine Healing-Items benutzt und bin trotzdem dead. Das ist ein Nachteil, weil ich verliere tatsächlich Ressourcen, wenn ich hier sterbe. Okay, Elixier wurden aufgeführt, Lagerbestand 1. Aber ich verliere trotzdem actually Ressourcen, wenn ich hier sterbe. Oh.
bin kein Fan von dem, wir verlieren Action-Ressourcen. Muss ich so sagen. Geisterstein. Und das B nicht sprinten, sondern A macht mich fertig. Gebetsperlen. So, wir haben aber jetzt unseren Shit da drin. Wir kommen da gar nicht drum rum. Au. Den hätte ich nicht blocken dürfen. Anscheinend. Scheiße. Den habe ich nochmal geblockt, aber aua. Aua. Hohohohoho. Ja, falsche Taste. Oh Gott. Meine Fresse. Ich konnte den nicht reinigen. Und bin dead. Ich wollte halt diese Bereiche reinigen, aber... Bin einfach dead dabei. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich würde ihn eigentlich gerne heute noch packen. Wir haben ihn echt viel, viel gekillt. Weiß gar nicht. Ich glaube, das kann nicht so weit runter. Ich glaube, wenn ich jetzt Liegestütze mache, geht das nicht so weit runter. Sachen im Weg sind. Oder? Ja, geht. Eins. Zwei. Eins. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Puh. Ja, jetzt muss er mich wieder finden. Ja. Nach oben, dankeschön. Ach, shit. Ach, shit. Wir gucken, ob wir das mit dem Schwertchen besser hinkriegen. Oh, macht ganz ordentlich Damage auf jeden Fall. Dass ich immer einen Hit kriege, ist unangenehm. Wenn das resettet anscheinend. Aber könntest du bitte deine Waffe wieder draußen lassen? Meine Fresse! Ich speise einfach die Waffe weg, ey. So, wir gucken mal, ob wir mit dem anderen besser fahren. Parryn ist schon wichtig. Oh Gott! Scheiße. Keine Ausdauer mehr gehabt. Oh. Dieser Move ist so nett. What? Das war nicht mein richtiger Attack. Das war einfach nur ein Ende der Animation. Ach, come on!
Ach, come on. So weiten Schwünge, ne? Jetzt habe ich alles verloren. Oder? Zählt das nicht als Grab? Zählt das jetzt nicht als Grab? Dass ich meinen Schutzgeist zurückkriege, ich hab's alles verloren. Okay. Okay. Wir machen sehr viel weniger Damage, was das angeht, mit dem Heavy Stance. Da machen wir sehr viel weniger Damage. Und wenn wir drei Attacks mehr oder weniger zwangsläufig brauchen, um ihn zu reinigen, sollten wir vielleicht den Low Stance nehmen. Oh, come on. Jetzt kommt ihr alle gleichzeitig. Okay, wenn er einfach nur selber sich vorauskommt, kann ich ihn nicht nehmen. Ich muss ihm nochmal einmal geben. Au! Geht das so hart? Ja, du gehst schon ein bisschen auf den Keks, mein Freund. Nochmal rein. Der zieht echt nochmal rein. So, wir wollen den Low Stance haben. Um nämlich seine Sachen glänzen zu können. Falsch getimt. Scheiße. Bin ich ganz nah dran, steht hinten mich gar nicht. Doch, irgendwie schon. Oh, mehr Ausdauer. Braucht so viel mehr Ausdauer. Ach so, ich mache ihm die Ketten ab. Aua. Aua! Ich hab den Yonkai-Bereich. Ich wollte die Sachen clearen, aber das sollte ich nicht tun anscheinend. In dem Modus. Nein! Au! Aua, aua, aua. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Yes! Mission abgeschlossen. Warum muss ich das jetzt nochmal alles so wegbieten? Okay, damit komme ich glaube ich wieder raus, I guess. Oder? Ach, warum muss ich das so wegbieten? Ich lasse den Ausgangspunkt zurück fortfahren. Die Bosse sind also Missionen.
brennt halt das Schiff komplett ab. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. Oh, I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Das kann ich verstehen. Oh! Amizkatz! What? Fuck! Hat er eine Katze als, als Vorhersage der Tageszeit dabei oder was? What the fuck? I don't get it. I don't get it. Wir sind jetzt aber, jetzt haben wir wohl unseren ersten NPC aufgegabelt demnach. Aber da war doch noch mehr zu tun. 天下人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が覇を競っており、一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が宿徳川家康様。Okay, er ist selber mit darin verwickelt. Der westlichen Krieg ist ja uns führen. しかごろ巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば、調略の好機となろう。暗ずるな。あやかし騒ぎを追えば、お主の敵も現れる。まずは家康様に近しい隣国、武前官兵殿のもとに参る。Okay. Aber ich glaube, ich zurückkehren, weil das war noch Stuff zu looten in dem Bereich. Ah ja. Soviel zu dem ausländischen Händler, den ich verfolgt habe. Ich wollte ihn gefangen nehmen und als Druck mit einsetzen, aber jetzt ist er tot. Man erntet, bis man sät. Belohnung. Ich kann mir die Belohnung nicht angucken. Ich kriege aber irgendeine Waffe. Du hast ein Himurogi-Fragment erhalten. Wenn du es während einer Mission benutzt, verlierst du dein gesamtes Amrita. Du kannst es jedoch zurückerhalten, indem du die Mission abbrichst. Die Mission Grundlage der Steuerung wurde zum Dojo hinzugefügt. Angewandte Steuerung wurde zum Dojo hinzugefügt. Der Weg des Ninjas neu wurde zum Dojo hinzugefügt. Zivilmissionen gesegnet Dorf wurde freigeschaltet. Nebenmission Tod den Banditen. Belohnung Locke eines jungen Samurai. Blitzamulett, Banditenangst, Doppel-Ichia. Hauptmission Tief in den Schatten. Ausgangspunkt. Schrein, Waffenschmied, Dojo. Lager. Irasshai! Du siehst aus, als wärst du nicht von hier. Mein Name ist Tome, ich helfe beim Waffenspielen. Kaufen und verkaufen. Was kann ich aber dir kaufen? Aha. Manche davon sind sogar rare. Nenn ich es jetzt mal. Ich kann die Sachen auch bei dir verkaufen, dann kriege ich wahrscheinlich das gleiche, als würde ich es. Oder? Ein bisschen so. Ich habe einen Fächer. Ich habe Gebetsperlen. Eine Kette aus Perlen, die beim Beten zu Butter benutzt wird. Die faltbare Fächer, die man in Luft zuwedelt, Form ist auch ein so ein glückliches Oben darstellen. Diese Fächer dient nur der Abkühlung, sondern ist auch ein modisches Accessoire. Bett. Schmieden. Du hast uralten Text übergeben. Rüstung. Lederkurzane, Eisenkurzane, Lederband, Lack. Den könnte ich. Dämonenhund. Okay, dann levelt man den wohl ab. Ah, Moment. Gibt es. Das sind Wahrscheinlichkeiten, wozu es wird, ne? Der ist jetzt weiß. Und der wird zu 37% bleibt er weiß. 40% wird er
gelb, 18% blau. Blau ist anscheinend besser als gelb. Und für 5% wieder lila. Hm. Eisenbarren, Tamahagane, Lack. Okay. Schwarz-Tamahagane habe ich nur eine von bisher. Utensilien. Die Amulette können wir auch upgraden. Ne, die kann ich mal herstellen. Dialog. Kennst du Geschichte aus fernen Ländern? Besondere Funde. Selten ausgewählte Gegenstände gibt es nur in begrenzter Zahl. Der Bestand ändert sich immer, wenn du von einer Mission zurückkehrst. Selten ausgewählte Gegenstände. Rückkauf. Gegenstände oder Ausrüstung des Verkaufs kannst du zum Preis zurückkaufen. Schmieden. Benutze dein Material, um neue Waffen und Rüstungsteile zu schmieden. Also von, vor allem, indem du Gegenstände zerlegst. Folge gibt an, wie lange du eine Waffe und Gegenstand benutzt hast. In Japan gibt es traditionell den Vorrichtung, dass Götter oder Geister in Werkzeugen einziehen, wenn sie diese viele Jahre benutzt werden. Wenn du Gegenstände mit hohem Vertrautheitsgrad trägst, erhältst du beim Beten am Schrein mehr am Ritter. Oh! Wenn ein Ausrüstungsgegenstand den höchsten Vertrautheitsgrad erreicht hat, werden seine Sondereffekte stärker. Sondereffekte, mit dem Übungssymbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Seelenbild übertragen, wenn der betreffende Gegenstand im Material verwendet wird. Durch den Einsatz von Seelenbildern wird die Stufe, der Basisausrüstung wird hierbei durch die Stufe der Materials verwendeten Ausrüstung überschrieben. Daher wird der Vertrautheitsgrad der Basisausrüstung auf 0 gesetzt. Wenn dir die als Material verwendete Ausrüstung den höchsten Ausrüstung erreicht hat und das Übertragungssymbol angezeigt wird, können die Effekte übertragen werden. Alter! Ja, halbes Studium hier wieder! Ja, okay. Übertragen. Maximal ein Sondereffekt ins Außengegenstand kann mit dem Übungssymbol. Okay. Neuschmieden. Hier kannst du Standardeffekte eines Außengegenstands neu verteilen. Wenn du mehrere Sondereffekte auswählst und einen Außengegenstand neu schmiedest, erhöhst du die Stufe dieser Effekte. Ausrüstungen der. What? Ja, okay, das ist halt Tutorial. Mit Tome sprechen. Ich kann mich alles fragen, wie lange es mit Schmieden zu tun hat. Okay. Verändern. Waffe. Wähle einen Gegenstand aus. Zu kopieren das. Achso, das ist Optik, okay. Never mind. Das ist einmal die Optik. Haare? Habe ich noch nicht. Neue Schmieden. Waffe. Lundenschluss. Ey, darf ich das sortieren? Bitte nach Stärke, Seltenheit, Typ, Stufe. Fähigkeitsstand, Todesstoßstand, Fähigkeitsbrechen. Material wechseln. Legen. Ah ja. Das sollte ich dann ja vielleicht machen, wa? Nee, nicht. Ich mag die Tonfa eigentlich schon. Lundenschluss. Da habe ich ein besseres Lundenschluss-Ding-Bums gekriegt. Ja, die Plattenrüstung, da war ja auch noch was. Lederkunstsaber. Was das Level an den Dingern gibt, finde ich schräg. Das passt irgendwie gar nicht in meine Vorstellung. Warum ist das eigentlich hier wieder nicht auf Stufe? Gegenstandsbilanz. Höhere Laufgeschwindigkeit. So, Seelenbild, Waffe. Wieder ein Ausrüstung. Basismaterial. Material ist das da. Axt ist das da. Würde werden zu Endform aufeinanderfolgende Angriffe. D. Brechen tiefe Haltung. Krallenschaden. Ist irgendwie nicht das, was ich dachte, was das macht. Dass ich nicht meine Ausrüstung ändern kann, ist ein bisschen doof. Was die Dojo.
Grundlagen der Steuerung. Toriforte, Yokai-Reich mit einem Begleiter, Zufallsbegegnung. Besuche andere Spiele und schließe dich mit ihnen zusammen. Schließe dich mit einem Spiel zusammen, um eine Mission abzuschließen. Ah ja. Lager. Ah, das sind die Sachen, die ich aber noch im Lager habe. Okay. Und das ist Schrein. Ah! Können wir erstmal aufleveln hier. Gib mir noch mal ein bisschen mehr HP, I guess. Nee, Ausdauer. Gib mir noch ein bisschen mehr Ausdauer. Oder Geist. Können wir einen Geist auf 6 nehmen. Weil den will ich eigentlich gerne benutzen. Mit zubereit machen, Segen. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Ach nee, das Segen war das Falsche. Kodama-Segen. Häufiges Elixier, häufige Rüstung, Amrita-Belohnung und Waffen. Okay, sonst gibt's hier nichts. Kann ich jetzt aber nicht zurückgehen in den Bereich? Tief im Schatten. Das ist irgendwie... Dies ist eine Zwielichtmission mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Die Gegner sind stärker, aber du hast auch die Chance, stark Ausdauer zu erhalten. Du kannst eine Zwielichtmission nur während des Zwielichts spielen. 8 von 225 von diesen Bubsels. Was, Mate? Eine Zwielichtmission 225? What? Und 55.000 XP. Missionsstufe 75. Ich glaube nicht. Hier habe ich jetzt schon was gemacht, oder wie? Insel des Dämon. Du bist das, was ich schon gemacht habe. Das war die Stufe 5. Kann ich da jetzt nochmal zurückgehen? Ein Pirat, das Engel mich anheuerte. Genau, Mission beginnen. Zum Besucher werden kann ich da auch machen, okay. Behalte ich meinen Stand und muss jetzt alles von vorne machen in der Mission. Alles von vorne? Sackt. Alles von vorne sackt ja mal so hart. Denn du kannst doch wieder alles neu looten, aber... Uff. Uff. Auszeichnungen. Rufpunkte 4 von 6. Rufstufe 4. Erhalten Titel 3. Yokai-Schutz, Leben, Nahkampfschaden, Yokai, Amrita-Bilanz. Erstmal mehr Amrita. Omyo-Magierkraft. Yokai-Schutz, Leben, Nahkampfschaden, Yokai. Erhöht deinen Nahkampfschaden gegen Yokai. Reduzierte Fallschaden, Goldbilanz und Schützekraft Ki. Erhöht deinen Ki-Wert. Gib mir her. Das ist quasi aus der Durchbruchschutz. Titelliste. Key-Benutzer. Kann ich den benutzen? Der gesamte Key-Schaden übersteigt 7500. Rufpunkte plus 5. Key-Benutzer. Lauernder. 100 Feinde von hinten angegriffen. Ich wüsste nicht mehr, wie ich jetzt irgendwas davon auswähle. Axtkämpfer. Treffsicherer Samurai. Finde ungewöhnliche Gegenstände. Suche seltener Gegenstände. I don't know. Ungyo-Titelzusammenfassung. Spieldaten. Spannend. Amrita-Erinnerungen. Sturzangriffe. Okay. Seltenheit von Gegenständen. Also, einzigartiges Violett. Blau selten, gelb ungewöhnlich, weiß gewöhnlich. Okay. Das Blau selten ist halt. Ja, jetzt müsste ich hier nochmal irgendwie alles machen, oder was? Ich krieg auch den ganzen Kram nochmal. Find ich schräg. Kann ich die Sache irgendwie abbrechen? Wenn ich das nicht machen will? Weil ich bin ja jetzt irgendwie... System? Nee. System, Status, Fähigkeitsanpassung, Fähigkeit erlernen, Gegenstände.
Haben wir denn die Tonfa hier? Während der Verteidigung. Du schwingst die Tonfa umher und greifst nahe Gegner an. LB plus X. Während der Verteidigung. X während der Verteidigung. Wende eine Combo. Fähigkeit der hohen mittleren Haltung. Du stößt deinen Gegner zurück und durchbrichst seine Verteidigung. Aktiviert diese, wenn du volles Ki von einem Impuls erhältst, erhöht den Schaden deines nächsten Angriffs. LB, während der Verteidigung vollführst einen zweifachen Tritt. Erlaubt dir beim Ausweichen Ki-Impuls zu benutzen. Okay. Ki-Impuls hat dieses Schallungsangriff. Das muss ich mehrfach lernen. Das ist ja auch irgendwie Mittelhaltung, hohe Haltung, ist das gleiche gelernt. Okay. Aber ich bin ein bisschen überfragt. Willst du das beim Beten machen? Kann ich da irgendwie die Mission abbrechen? Nee. Schutzgeist wechseln, Stufenaufstieg, Opferdolch bringen, Stütze bereit machen. Gegen Besucher herbeirufen. Gut, dann müssen wir das wohl nochmal machen. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Genug gezockt. Ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten und heute Abend ist mit Lumi Date Night. Von daher gehen wir heute Abend, müssen wir noch gucken, wo wir essen gehen und sowas. Den Film habe ich vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob sie ihn angeguckt hat. Aber das war's für heute von mir erstmal.